So, wir sind online.
Ja, hallo. Also ich übergebe heute auf jeden Fall mal gleich von Anfang an die Moderation an der Wolfgang. Dann kann ich mir ein bisschen mehr um die Technik hier kümmern, dass da alles sauber läuft. Wir sind schon 82 Zuschauer. Funktioniert immer noch besser mit der Vorankündigung kurzfristig, dass man hier uns zusammenfindet. Gefällt mir echt richtig gut. Aktuell sind wir noch in etwas kleinerer Besetzung. Ich weiß jetzt nicht, wer noch alles dazukommt. Aber da kann euch wahrscheinlich der Wolfgang mehr drüber nachher sagen. Aber jetzt übergebe ich das Wort erstmal an der Raphael. An den Raphael? Gott, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. ja, dann bist oben links. Passt also, von der Reihenfolge her dann nachher. Ja, ich bin immer oben links. Ich weiß auch nicht warum. Und wir haben das noch nie abgesprochen. Ist mir aufgefallen, ich bin immer oben links und Tristan ist immer unter mir. Ja, ich will aber eigentlich neben dir sein. Oh. Ihr würdet euch gern tauschen, aber das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Ja. Alles gut, erstmal moin zusammen. Wer dampft was und wen, machen wir vielleicht gleich nochmal. Und ja, gib erstmal weiter an den Tristan. Oh, ist voll süß von dir. Oh. Menno. Ich glaube, der Wolfgang schmollt gerade. Eigentlich müssen wir jetzt den Wolfgang... Mach! Okay, komm, alles klar. Schleich dich! Auch, wie gesagt, das mit dem Dampfen, wer dampft was und warum, machen wir gleich einfach. Ich begrüße auch einfach mal die Zuschauer. Frohes Neues. Ne? Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ja, Raphael hat es vergessen, wie ihr gerade gesehen habt. Es kann sein, dass bei mir geklingelt hat. Aufgrund dieser Aussage oder einer Haustür? Aussage. Haustür. Ach, es geht ja los, ey. Gut, sauber. Wenn man die Glocken so, dann von der Türklingel unterscheiden kann. Ja, dann übergebe ich jetzt einfach an den Wolfgang, weil dann gehen wir jetzt einfach von oben nach unten. Sehr gut. Schön, dass ihr alle da seid. Frohes Neues und gesundes neues Jahr euch allen da draußen. Potenziell, ihr habt es mitbekommen, es hat vielleicht geklingelt, ich bin mir nicht so ganz sicher. Eventuell muss ich dann nochmal kurz aufstehen. Was wir dampfen, machen wir gleich. Ja, schön, dass ihr da seid und auch wenn wir aktuell noch in etwas kleinerer Besetzung sind, ich weiß heute nicht, wer noch kommt. Also da habe ich auch keine Info. Ja, aber ich denke, das kriegen wir trotzdem hin und es wird bestimmt wieder lustig. Und damit an den lieben Bossi. Hallo zusammen, grüß euch, auch von mir herzlichst ein frohes Neues, viel Gesundheit, viel Erfolg, viel Kohle, viel Liebe, alles was dazugehört. Ja, ich freue mich auch im neuen Jahr wieder dabei zu sein und ich denke, das wird ein lustiger Abend, wie immer, hat ja schon lustig angefangen. Wolfgang, geh mal an die Tür gucken, wer da ist. Mach mal eben. Ich schaue auch mal. Ja, dann übergebe ich an JD. Ja, also das mit dem frohen Neujahr, das muss ich noch echt nachholen, das ist jetzt im Eifer des Gefechts geblieben. Aber ihr müsst mir mal in den Chat schreiben, ob das mit dem Ton okay ist oder ob bei mir irgendwie ein Echo mit drin ist, weil das war jetzt alles wieder so ganz kurzfristige Nummer, dass ich das dann hier machen soll. Ja, und warte. Das ist, so. Und mit der ganzen Vorbereitung, das ist jetzt mal geschwind in 2-3 Minuten erledigt. Aber ich hoffe... Nicht? Ich hoffe, das passt. Ja, ich hab's falsch geschrieben. Ich hab's auch hart vergessen. Siehe Chat. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Was zum, ey? Was okay, irgendwas verpasst scheinbar. Schade. Das stimmt nicht mit dir. Alles gut. Der Raff als letzte Chatnachricht an, da haben wir es wieder. Mal bei mir ist es ja ehrlich gesagt... Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Bei mir ist es ja ehrlich gesagt nicht mein erster Leistung dieses Jahr. Ich habe schon ein paar Mal ein gutes neues gewünscht. Aber ich glaube, ich habe da... Ich weiß nicht, ob ich mich so langsam übernehme. Jetzt habe ich einen Dampfer Online-Stammtisch und habe einen Late-Night-Smoker-Tag und hier noch Viper Friends. Wenn du es aufpassen, ich sag's dir, bald musst du hier. Entscheide dich, wer deine Freunde sind. TV-Sender anmelden. Da musst du mir doch nicht entscheiden. Ich meine, Viper Friends. Hm? Ja. Sag doch der Name schon. Ja, weil das sind. Ach, alle drei Formate sind richtig gut. Mal das hier ist natürlich das Größte und das ist auch von der Umsetzung her das Beste, weil das einfach nicht auf einen Kanal fixiert ist, sondern man hat halt Friends, Viper Friends. So, und jetzt habe ich ein Upload-Problem. Hoffentlich regelt sich das jetzt gleich. Bei mir hat es gerade gepuffert. Bei mir wird es auch. Chat pufft. Ja. Also ich bin mal gespannt, das gehört dazu. Ja, das gehört echt dazu, ich weiß ja. Funktioniert.
Also ich habe jetzt für euch auf jeden Fall mal meine Kamera deaktiviert. Der lädt jetzt auch ganz feste nach. Ja, wir brauchen dich auch nicht unbedingt sehen. Ist nicht so schlimm. Eben, wir sind ja notfalls im Stream. Das passt auch. Das geht klar. Nein, ich bin heute witzig. Tut mir leid, ich bin ein bisschen durch. Habt ihr denn noch Urlaub oder seid ihr alle schon wieder voll in der Arbeit? Ich bin heute so eine Mischung aus Tristan und Christian. Ach du Scheiße. Geil. Also, ja. Das ist geil. Stream läuft wieder normal. Also bei mir läuft der Stream noch, allerdings in Potato-Qualität. Sollen wir einfach weitermachen und Raphael, wer dampft was und warum? Sollen wir es einfach mal durchziehen? Also ich habe jetzt F5 gedrückt und Qualität passt wieder. Upload hat sich erholt, ist wieder normal. Ja, guck dir das an. Es geht. Heide Witzke, Kapitän. Ja, was dampfe ich gerade? Was gehen? Mal nicht ganz so wie immer. Zwar meine schöne Kombi, die ich beim letzten Mal schon reingehalten hatte, zum Kaffee wunderbar mit Alabama. Und heute mal wieder das Elfenwasser. Und die zweite Pulle dazu, falls ihr das seht, eventuell kleine Unterschiede. Erste Batch mit Farbe. Zweite Batch ohne Farbe. Und das Label ist anders. Es verleiht keine Flügel mehr bei Elfen. Da haben sie die Rezeptur ein bisschen verändert. Aber nur wegen der Farbe. Also es soll wohl noch genau gleich schmecken. Und warum sie es rausgenommen haben über das Thema, ja, eigentlich relativ simpel. Sie hatten Angst, dass es irgendwie mit der TPD nicht konform sein könnte. Okay. Ähnlich wie Kryptonit. Ja. Und Neues gibt es bei mir. Allerdings noch nicht dampfbar. Mal was Neues, Altes. Das ist den Steampipe Exchange. Hier, voila. Nur dampfen kann ich hier noch nicht, weil ich noch keine Tochter habe. Aber ist ein sehr schönes Teil. Ist, ja, wie Tristan eben sagte, der Ur-Corona, beziehungsweise der Vorgänger noch vom Corona V1 quasi. Also selbes Prinzip. Selbes Prinzip, genau. Kannst du das nicht mit Mesh machen? Wäre dann so lang. Weil es würde mit Sicherheit gehen, aber ich kann mir auch einfach morgen im Laden die passende Tochter dazu holen. Ja, eine Quelle. Passt. Richtig. Weil du gerade dran bist auch noch. Was ist Elfenwasser? Fragt Romantik-Eule. Was ist Elfenwasser? Ich habe die Beschreibungskarte nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch mit draufsteht. Ansonsten. Warte. Naja, jetzt kommen nämlich auch die Fragen, wie schmeckt das Elfenwasser? Ich habe es. Propylenglykol und Aroma. Steht hier so drauf. Nein, das da liest man ja. Ich mag dich ja eigentlich, aber die Mischung ist jetzt echt schrecklich. Ja, heute ist echt übel. Ja, heute ist hart. Gönn dir hart. Könnt lustig also, sein. Geschmack von Elfenwasser wäre Himbeer, Erdbeere, Menthol, verfeinert mit cremiger Sahne, abgestimmt mit Eisbonbon und einem Hauch von Anis, abgerundet mit zartester, die Betonung liegt hier auf zartester, Vanille. Vanille. Zack. Die Mischung klingt erstmal echt krass, aber wir haben das ja auch schon getestet bei uns auf dem Kanal und ich muss wirklich sagen, Entschuldigung, dass ich da jetzt einfach zwischen reingrätsche. Alles gut. Es überzeugt. Also es hat mich persönlich auf den ersten Zug überzeugt. Bei der Druidensuppe habe ich so einen halben Tank bis Tank gebraucht, bis ich da drin war. Aber das fand ich auf dem ersten Zug bereits lecker. Ja. Mein Eindruck zum Elfenwasser. Bei mir jetzt auch so einen halben Tag gedauert, aber dann war es ziemlich geil, weil ich hatte das ganz große Flasche hier. Ich hatte erst nur so einen Tank davon gedampft und das habe ich eigentlich in den letzten zwei Tagen gedampft, den Rest davon. Also geht gut weg. Deswegen mir auch direkt heute nochmal Nachschub geholt. Und ja, ist lecker. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Schön. Ja, Wolfgang, jetzt gehen wir die Reihe wieder richtig rum. Der oh Mann, das wird mich doch nicht, Leute. Denksport um die Uhrzeit. Nach dem Arbeitstag, was soll das? Ganz ehrlich, dampftechnisch habe ich nichts Neues. Seit ich ihn wieder gefunden habe, nehme ich meinen Manta liebend gerne her. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn. Und in der ganzen Zeit, der ich ihn jetzt, ich habe ihn schon 2, 3, 4 Mal neu bewartet, kein einziges Mal kokeln, kein einziges Mal siffen. Mega. Gefallen.
semi-dampfrelevant. Christian hat mir ja mein Schraubendreher-Set geklaut. Naja, nicht ganz. Er will es mir abkaufen. Und ich brauchte adäquaten Ersatz. Ich konnte es nicht über. Also, ich habe mal wieder ein bisschen übertrieben und habe mir das Set von iFixit geholt. Und die Verarbeitung ist echt mega. Für den ambitionierten Dampfer, sagst du? Nicht nur Dampfer. Also, da kannst du sehr viel mehr mitmachen. Das sind halt 60 Teile und nur ein Bruchteil davon brauchst du halt für deinen Dampfen. Ja, ich wollte es haben. Punkt. Das Schweinchen kennen wir ja bei dir. Wo Christian ist, weiß ich nicht. Bei dem geht es momentan ein bisschen heiß her. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Arbeitstag heute etwas länger dauert und potenziell dünner. Aber gerade hier Familie und so, keine Ahnung. Vielleicht taucht er noch auf, vielleicht nicht. Ich weiß es heute nicht. Der Markus ist heute leider auch verhindert. Und Morpheus schreibt zwar mit im Chat. Vielleicht kommt er auch noch rein. Man weiß es nicht. Schauen mal. Ja, das wäre es bei mir. Und ihr habt es vielleicht gerade gesehen, meinen Kaffee trinke ich momentan aus der Angepimmelt-Tasse. Bestes Hashtag ever. Ich liebe es. Oh ja. Oh, guck mal, da grinst der Stormtrooper, siehst du es? Stormtrooper auch angepimmelt? Ich weiß nicht. War das auch eine Tasse? Zeig dir mal nochmal in die Kamera, Guru. Achso. Prost. Ja, ich versuche gerade verzweifelt eine Tasse. Ich habe keine. Coole Becher. Ja. Soll ich eine leihen? Bei mir stehen immer zwei Kaffeetassen auf dem Tisch oder drei. Ja, komm mal rum. Ach du Scheiße. Morpheus, gute Besserung. Oh, was hat er denn? Er liegt im Krankenhaus, schreibt er gerade. Oh nein. Alle mal ganz viele... Ja, aber der Morpheus, der liegt nicht im Krankenhaus, weil er krank ist, sondern das ist irgendeine Untersuchung, mehr oder weniger Vorsorgeuntersuchung, was ich so grob mitbekommen habe. Ja. Gott, Morpheus, nimm das nicht falsch. Ich muss heute Christian vertreten und Christian vertreten. Vorsorgeuntersuchung klang so ein bisschen nach großer Hafenrundfahrt. Ja. Nein, aber ich weiß ja, was er hat. Also, alles Gute. Das ist eine Forst. Ja, dann mache ich mal weiter oder bist du fertig? Ich hätte jetzt einfach mal stumpf an Tristan übergeben. Ja, dann Tristan. So, Zorro. Ladies first. Okay, alles klar. Dampftechnisch ist bei mir eingezogen der Fatality von QP. Innovations? Nee, QP Design, Entschuldigung. Kurz gefasst, Dual Coiler, 28 mm Durchmesser. Ich muss mich da auch erstmal nochmal richtig mit befassen, um da was zu sagen. Ich kann mal kurz das Deck zeigen, dann kann man vielleicht schon mal ein paar Gedanken dazu machen. Na, komm schon. Ne, so sieht's aus. Ach ja, ich und meine blöden Fummelstumpen. Ne? So sieht's aus. Jetzt kann es auch auf die Wicklung nicht regnen. Hm? Nee. Entschuldigung. Ach, hey. Ich bin gleich ruhig, ich mute mich jetzt. Tschüss. Boah. Jetzt habe ich den Fachen verloren, ey. Es ist so nicht wahr, ey. Es kann auf die Wicklung nicht regnen. Ja, danke. Du wolltest, glaube ich, die Airflow kurz beschreiben. Ja, das ist absolut korrekt. Also, wenn man das sehen kann, so, man hat hier oben neben den Wicklungen zwei Löcher jeweils und unter den Wicklungen wäre noch ein großes, ich weiß nicht, das ist nicht rund, das ist so ein eckiges Loch, ich sag mal einfach, es ist riesig. Man hat dann unten an der Basis einfach zwei Einstellringe. Der untere Einstellring stellt quasi die Luftzufuhr hier an den Seiten von den Wicklungen ein. Der obere Ring unter den Wicklungen. Das heißt, ich kann mir quasi die Luftzufuhr so regeln, dass entweder die Luft mehr von den Seiten kommt oder mehr von unten oder wie man es halt möchte. Ja, wie gesagt, ansonsten, ich muss mich noch damit befassen. Ich kann noch nicht allzu viel dazu sagen, außer dass er halt unheimlich gut schmeckt und natürlich, finde ich persönlich, auch sehr schnieke auf der SX Mini aussieht. Ne? Klar. Schuldig dem größeren Durchmesser, ne? Wie viel Millimeter hat er denn? Liquidmäßig 28.
liquidmäßig, wie bei Herr Raphael, Elfenwasser. Also nicht Heisenberg, wie Sebastian Nein. Siepermann gerade vermutet hatte. Nein, es ist Elfenwasser. Es heißt wirklich so. Und gerade angemischt kann ich leider noch gar nichts zu sagen, weil ich habe es noch gar nicht probiert. Der Sturm. Genau. Der Sturm. Soll wohl sein, wie war das? Waldmeister, Vanillesoße und ich glaube Apfel war das, ne? Und Colada. So ein bisschen cooler. Colada. Wirklich nur ein bisschen oder Kapka bisschen? Also Kapka bisschen, aber ich finde es wirklich human. Also okay. Ich bin auch nicht der Colada-Dampfer und es geht wirklich klar. So wie Cold Heart in etwa vielleicht. Boah, wie war denn Cold Heart? Ein bisschen mehr als im White Knight. Aber okay, viel weniger klar. Als im White King. Ich glaube, das geht echt klar. Ja. Ja. Wie gesagt, müsste ich ausprobieren. Ich habe es gerade erst angemischt. Ich weiß nicht, Reifezeit ist ja immer so eine Sache. Ich lasse das jetzt einfach mal ein, zwei Tage stehen und dann fange ich an. Oder ich gehe ja gleich einfach Full Morpheus und ziehe mir die Suppe durch, um dann sagen zu können, aha, so hat sich das verändert. Mal schauen, wie wir lustig sind. Ansonsten gar nichts Neues. Dann gebe ich nämlich jetzt einfach weiter an den Dampfbossi. Ja, der Dampfbossi ist heute mit der Drag 2 unterwegs. Immer noch mit den geilen Drop Solo RDA. Die Drop 1 ist mit dem GT4 auch am Start. Ansonsten Feiertage ruhig verbracht. Kein HDV verfallen. Immerhin. Und, ist ein guter Vorsatz oder so. Okay. Und ich habe mein eigenes Elfenwasser. Das heißt nicht so, das heißt dann Nummer 2 mit der Mango und der Current. Ich sehe schon, ihr habt es noch nicht probiert. Mal gucken, nächste Woche redet ihr vielleicht darüber. Schauen wir mal. Müssen wir mal rausrücken? Ja, probieren? Sehr gerne. Schick mir mal das. JD, alter Schwabe, was hast du denn so drauf? Ja, ganz kurz vor JD. Tanja H. fragt, weil du gerade die Drag 2 in die Kamera gehalten hast, das ist die normale Drag oder die Drag Mini? Die normale. Okay, weil die Frage von Tanja H. wäre, wann die Drag 2 Mini in die Läden kommt, das ist davon abhängig, wann sie angemeldet wurde. Genau. Ich weiß jetzt offen gesagt auch nicht, wann die in China rauskam. Keine Infos. Kann noch 3 Monate dauern circa. Also, kommt Pi mal Daumen. Das kommt hin. Und jetzt gerne an den JD. Ja, also der HWV, der hat bei mir zugeschlagen. Was? Ich hab's noch nicht da, aber ich hab's bestellt. Ich hab die Triade bestellt. Ich hab den Vapefly Mesh DTA bestellt. Dann hab ich den GT4 als Klon bestellt. Und noch ein paar andere Sachen. Also teuer. Und jetzt bin ich gerade momentan dabei, Liquids zum Testen oder Aroma zum Testen. Wo man absolut nicht im Fehler kann, dann müsst ihr unbedingt die Videos auf meinem Kanal angucken, dass er ja nicht den Fehler macht und diese Aroma kauft. Also. Sonst gibt es bei mir eigentlich nichts Neues. Was waren das denn? Das war Wonder Flavors. Also das ist echt, okay. Keine Ahnung, das viel verfehlt, da ist eins dabei, das soll nach oh, was war das erste? Auch wenn wir eins dabei, irgendein Gebäck, frittiertes Gebäck, und da kommt da aber so viel Menthol raus, was eigentlich in der Beschreibung gar nicht drin steht. Keine Ahnung. Also eins war jetzt dabei, das war echt gut oder gut dampfbar, aber wird jetzt für mich kein Alltimer, aber der Rest war echt eine Katastrophe. Okay. Ja, aber ich kann jetzt hoffentlich bald ein Bossi seine Teste, dann kann ich mal wieder was Gutes vorstellen. Ja, wir sehen uns ja nächste Woche auf der Messe. Da warten die auf dich. Gut. Wann bist du da? Samstag? Ah ne, du wolltest ja beide Tage kommen, ne? Samstag und Sonntag, ja. Ja, ich muss das noch mit dem Veranstalter klären. Ja. Wann sind wir eigentlich nochmal da? Ganz ehrlich, ich habe das hart verdrängt. Ich, als, das ist schon kommendes Wochenende. Ja, aber als ihr dann sagtet, Messe, ich so. Und das Allerschlimmste ist,
Ich habe es noch nicht mit meiner Frau abgesprochen. Wenn die Regierung nicht mitspielt, ganz schlecht. Wird auf jeden Fall eine lustige Sache. Ja, wird lustig. Kriegen wir hin. Meine will mit, die will dann einfach irgendwo ein Dreh rausgeschmissen werden, abends wieder abgeholt werden. Ich habe ja die Hände noch von meiner Frau. Ich kann ja spoilern. Ja, müssen wir gucken, kriegen wir schon irgendwie hin. Ah ja, schaffen wir schon. Ja, Samstag oder Sonntag. Ja. Genau. Aber ihr kommt auf jeden Fall mal vorbei bei uns. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Der Wolfgang schreibt mir gleich mal bitte im Chat die Adresse auf. Sehr gerne. Ja. Da freuen wir uns dann auch richtig, richtig drauf. Bin gespannt. Und unser nächster Drehtag ist gar nicht mal so weit in der Ferne, deswegen... Sehr gut. Da muss ich ja morgen noch zur Post dackeln. Mach ich. Perfekt. Also es ist nicht dieses Wochenende, wahrscheinlich aber nächstes Wochenende. Ja, ja. Alles muss ich mit Christian nochmal klären. Ich weiß selbst nicht mehr genau, wann wir ausgemacht haben. Wie oft trefft ihr euch zum Dreher? Alle 4 bis 6 Wochen. Alle 4 bis 6 Wochen, okay. Teilweise auch alle 3 Wochen. Ist unterschiedlich, wie wir halt gerade das Timing haben. Aber dann dreht ihr dann mehrere, ne? Ja. Ja, ja. Im Schnitt 8 bis 16 Videos. Was? Also, es kommt halt immer ganz drauf an, was wir uns vornehmen und wann der nächste Drehtag möglich ist. Mhm. Und dann machen wir uns halt so ein Muss gemacht werden und wäre schön, wenn wir es schaffen. Mhm. Und meistens sind so 12 Videos, die wir an einem Wochenende haben. Ja, sehr cool. Ja, ist schon durchaus lustig. Da hat ich hatte den Stress, immer, weil die Messen immer so kurz hintereinander sind. Mhm. Und wenn du dann auf der einen Messe einiges kriegst, dann wolltest du ja 4 Wochen später nicht den Leuten unter die Augen kommen und hast das Review noch nicht gemacht. Dann habe ich sonntags teilweise auch 3 bis 4 Reviews gemacht, die ich dann im Laufe der Woche alle 2 Tage freigeschaltet habe. Ja. Ich ja, Leute, ich sage mal ganz, wollte ich gerade sagen, Wolfgang, sucht euch mal ein paar Themen aus. Ich bin mal kurz 5 Minuten... Ich hätte da was von der Tanja H. Lass gehen, ich bin gerade kurz abgelenkt. Mal kurz neu wickeln. Welchen RTA empfehlt ihr für Wickelanfänger? Mag mein Emmet22 nicht mehr. Grundsätzlich würde ich dann für einen Wickelanfänger nach wie vor zu einem Single-Coiler tendieren. Krios 2 Single-Coil ist zum Beispiel ziemlich gut. Der Kylan Mini ist auch recht schön, lässt sich aber die Warte nicht ganz so toll verlegen, wie ich finde. Tendenziell würde ich persönlich den Krios 2 empfehlen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und wenn es mit dem Emmet22 nicht ganz so gut funktioniert hat und wenn der eher mal zum Trockenlaufen geneigt hat, dann lag es daran, dass der Emmet22 nicht ganz so perfekt konzipiert war. Heißt, die Liquid-Löcher unten für die Wattetaschen waren schlichtweg ab Werk zu klein. Deswegen der Markus und ich uns die Dinger damals aufgebohrt haben. Auf, ich glaube, 2,5 oder 3 Millimeter oder irgendwie sowas. Weil es halt einfach anders nicht funktioniert hat. Also wenn du den mit mehr als 20 Watt betreiben möchtest, sage ich jetzt mal, mit einer kleinen Kläften, dann brauchtest du schon mehr Nachfluss, als der standardmäßig dir so gebracht hat. Ja, genau. Morpher schreibt auch gerade rein, Dremel. Ja. Sehr gut. Wobei für mich das Problem beim 22er, Entschuldigung, Jedi, immer war, dass die Glocke zu nah am Glas war und da halt auch die Luftblasen sich gestaut haben und du allein schon deswegen keinen Nachfluss hattest. Das war für mich das größere Problem meistens. Ja, ich habe mir die Taschen komplett weggefräst. Okay. Auch das ist eine Option. Emmet 25 im Vergleich zum Emmet 22, massive Unterschiede, oder? Ja. Ja. Enorm. Also Emmet 25, Bombe, ist geschmacklich, kommt der auch sehr, sehr nah an den Krios 2 ran. Ich bin nur ein bisschen geschädigt, einfach weil meine noch die Base hat, die immer ein bisschen schwitzt oder sifft nach einiger Zeit. Es heißt, sie haben das inzwischen im Griff gekriegt, dann ist der auch ohne weiteres zu empfehlen. Also ja, Bombe. Man konnte oder kann auch immer noch, das weiß ich gerade nicht, für Umkosten von, ich glaube, 5 oder 8 Euro das Ding einschicken. Zusammen. Genau. Letztlich. Ja, und man hat dann eine neue Base, eine verbesserte Base, die vernünftig verpresst war, zugeschickt bekommen. Ihr meintet den hier, ne? Jo. Das ist der 22er, genau. Ja, genau. Okay.
Hatte ich ehrlich gesagt keine Probleme mit. Zeus ja, soll auch ganz gut wenn sein. Wenn du ihn human betrieben hast, war es easy. Ja, ach, eigentlich, ich wüsste jetzt auch gerade eigentlich keinen Single-Coiler, der nicht relativ einfach zu wickeln ist. Was gerade im Chat geschrieben worden ist von Sebastian, der V5 ist geil. Ja, der ist gut. Zu wickeln auch relativ simpel. Allerdings, da muss man die Watte auch recht sauber in einem Bogen verlegen, so dass sie schön davor liegt, vor dem Liquid-Loch-Kanal, was auch immer, ohne ihn zu verschließen. Und man muss aufpassen, dass es nicht irgendwie ein Fädchen unten in die Airflow hängt. Allgemein immer bei Bottom-Airflow-Systemen, weil ansonsten ja, einfach es runterfließt. Ne? Die Flüssigkeit möchte an den tiefsten Punkt. Ganz kurz, wir hatten, ja. Ich hatte doch eben gesprochen, die Luftführung von dem Fatality, ne? Weil ich habe gerade die Wicklungen draußen, dann kann man das vielleicht noch besser sehen. Ne? Also sieht das aus. Oh mein Gott, jetzt gucke ich auf zwei Monitore. Also einmal diese Luft, die unteren, ne? Das ist ja auch einmal, wie gesagt, Luftführung hier oben und auf der anderen Seite auch. Die werden halt gesteuert über den unteren Ring und einmal dieses riesengroße schwarze Loch. Das ist dann halt der obere Ring, den man dann voneinander unabhängig halt öffnen und oder schließen kann. Ja, und dann hat man halt hier links und rechts sind dann halt für die Watte diese vorgesehenen, ja Taschen. Ja, doch, man kann Taschen sagen, man sieht das hier. Ne, wenn ich mit dem Schraubendreher reinpiekse, ja, so Wattetaschen drin. Ne? Das war meine Two Cents dazu. Dann haben wir das auch vom Tisch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ich sehe auch im Chat, es gibt verschiedene Meinungen zum Emmet 25. Also, wie gesagt, ich bin einfach nur ein bisschen vorbelastet. Scheinbar haben die späteren Batches wirklich in den Griff gekriegt, weil viele auch schreiben, sie haben keine Probleme. Zum Single Coiler, also grundsätzlich wäre das meine Empfehlung, der Einfachheit halber und Geschmackssache. Wenn er dir optisch zusagt für deinen Akkuträger, such dann den schönen aus. Die meisten haben heute eigentlich keine großartigen Probleme. Also, wie gesagt, Kylan Mini ist die Watte ein bisschen frickelig zu verlegen in meinen Augen. Ist nicht das schönste System. Emmet hast du halt schön die Liquid Control, die hast du wieder beim Krios nicht. Aber Krios lässt sich auch zum Beispiel die Watte herrlich einfach verlegen. Einfach mal angucken. Also Single Coiler habe jetzt eigentlich nur den Zeus, den ersten Zeus. Wäre denn da zum Vergleich, sind da die andere wesentlich besser oder wäre das dann auch einer, wo du empfehlen würdest? Der Zeus ist in Ordnung. Also einige sagen, bei dem kommt es halt darauf an, dass man die Coil, was ich so gehört habe, ich habe ihn selbst nicht, dass man die Coil sehr hoch zieht, weil sonst der Geschmack relativ flach wird. Kann ich jetzt nicht unbedingt wirklich mitsprechen, aber ich glaube, man muss sich da als Anfänger wohl am meisten mit beschäftigen im Vergleich. Also gut, mit den Keilen wahrscheinlich auch. Ja. Es gibt vielleicht etwas einfachere als den Zeus. Hat er auch gerade geschrieben, es muss nicht unbedingt Single sein. Ja. Dual Coil, eigentlich alles, was ein Velocity Deck hat, ja, ist gleich zu wickeln, mehr oder weniger. Mal ist die Watte nicht etwas leicht. Ja, der Manta ist ja auch was anderes. Coils einbauen ist erstmal das Gleiche. Ja. Ne? Gleich weit von den Posts entfernt, sauber hinten abknipsen, ist eigentlich überall immer das Gleiche. Und dann kommt es halt eben drauf an, gut, der Manta, wenn man ihn das erste Mal und zweite Mal wickelt, dann kann es sein, dass er sifft oder kokelt oder irgendwas. Wolfgang hat ihn mittlerweile im Griff. Ehrlich gesagt, sogar ab dem ersten Mal. Ja. Damit rühme ich mich heute noch. Ja, tut mir leid. Seid ihr gegönnt. Wie gesagt, ich habe nicht, deswegen kann ich dazu zu dem leider nichts sagen, aber macht eigentlich mit den meisten Sachen nichts mehr falsch. Wenn man da gar keinen Stress mit haben möchte, mit Siffen und man was Hochpreisigeres nehmen möchte, nimmt man einen Topcoiler. Den kriegt man eigentlich nicht zum Siffen. Oder wartet jetzt, wenn man nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte für einen Top-Coiler, vielleicht auf die Bruni. Die wird ja relativ erschwinglich werden. Im Gegensatz zu einem Corona oder einem Vapor Giant bewegen wir uns ja bei der Hälfte bis einem Drittel. Ne? Ja. Und
ja, ist auf jeden Fall, denke ich, auch eine gute Sache. Wobei ich einen Top-Coiler, entschuldige, Bossi, nicht ziffen halte ich für schwierig. Also man muss da natürlich die Warte entsprechend verlegen, damit er nicht zifft, gerade im Liegen. Ich sag für einen Anfänger wäre ich jetzt zwiegespalten. Es ist also Übungssache. Mein Corona kann ich, glaube ich, auch ohne Watte mit den Dochten so hinlegen, wenn die nicht entkernt sind und der läuft mir nicht so schnell aus. Gut, nicht so schnell, da bin ich in jedem Fall bei dir. Ist ja egal, was ich. Man sollte ja allgemein nicht dazu hingehen und Geräte hinlegen. Sollte man allgemein erstmal nicht unbedingt tun. Sondern, also für mich gehören Geräte eigentlich nicht hingelegt, ist ja denn, ich habe eine Tube, wo ich ein Gerät drauf habe, wo ich weiß, dass es mir nicht auslaufen kann. Wie beliebiges MTL-Gerät, sage ich jetzt mal, wo ich weiß, dass ich es sauber verlegt habe. Aber im Normalfall gehören die Sachen hingestellt. Bin ich voll und ganz bei dir, also keine Frage. Bossi, sorry für die Unterbrechung. Kein Thema. Wenn man bereit ist, ein paar Euro mehr auszugeben, kann ich den GT4 einfach auch nur empfehlen. Einfach auch ein Single-Coiler, super leicht zu wickeln, auch mit der Watte. Nicht zu voll stopfen, ganz klar. Nur ganz wichtig, beim Befüllen vorher schön zumachen. Befüllen, zwei, dreimal dann ziehen und dann erst öffnen. Da sieht man, wie die Bläschen schön leicht nach oben gehen und dann hast du auch den vollen Geschmack drin. Absolut. Ich muss nochmal schöne Grüße loswerden an Hardy, der hat mich gerade auch im Chat gegrüßt. Und dann können wir die Frage von ihm gleich, wenn wir hiermit durch sind, aufnehmen, was man vom Berserker MTL hält. RTA oder RDA? MTL, ich gehe mal davon aus, dass er den RTA meint. MTL. Also ich gehe jetzt auch mal vom RTA aus. Ja. Rafa hält es gerade in die Kamera. Ist grundsätzlich ein guter, würde ich sagen, der Berserker. Wobei ich ehrlicherweise dazu sagen muss, dass mir das Siren 2 besser gefällt. Muss ich sagen, so vom Geschmack her. Also beim Berserker habe ich so einen etwas dumpferen Geschmack, habe ich so das Gefühl. Und beim Siren 2 öffnet sich das Ganze nochmal eine Runde. Also. Ne, ist auch klar, wenn man da jetzt wieder ein bisschen auf High-End geht, dann kann ich da auch nur den Flashkey-Vapor empfehlen. Also absolut gut, da muss man aber halt auch bereit sein. Was kostet der GT4, wird im Chat gerade gefragt, ich glaube 129, 139, so um den Dreh? 139 oder 135 Euro. Ja. Also irgendwo dreistellig auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, aber das ist der Flashkey ja auch, das ist ja auch dreistellig. Ja, genau. Ja, klar. Ja, gut, aber ich muss wirklich sagen, es ist das Geld wert. Also ich war ja am Anfang immer so, muss nicht so viel ausgeben, muss nicht. Und dann denkst du dir, okay, jetzt machst du ein paar YouTube-Videos, vielleicht solltest du vielleicht auch mal so etwas testen. Und ich bereue es wirklich nicht. Ist jeden Cent wert. Absolut. Mal eben wenn jetzt dahergegangen, haben wir den GT4 immer als Klon bestellt. Dass ich mir überhaupt mal ein Bild machen kann von dem Gerät, ob mir das zusagt oder nicht. Also wenn hast wir du da. Ja? Hast du bestellt? Ist noch als Klon haben bestellt. Und dann kann ich mir ein Bild machen von dem und wenn er mir dann gefällt und ich sage, das wird ein alter Gerät, dann kann ich mir immer noch das Original kaufen. Ich vermute mal, dass man den auch sehr günstig auf eBay gebraucht wahrscheinlich bekommen könnte. Also da ist halt die Gefahr wieder, kommt ein Originaler dann an oder ist das auch ein Klon? Ja, das kannst du ja meistens aber an der Nummer sehen unten, denke ich mal. Dann nur mit Verpackung. Ja. Weil die Verpackung haben die Chinesen nicht 1:1 geklont. Ja. In dem Fall nicht. Bei Solmesto muss man aufpassen, da haben die Chinesen sogar die deutsche Adresse von der. Das ist eine Verpackung von Solmesto. Punkt. Richtig dreist. Ja, so sind sie manchmal. Nee, aber man muss nicht hochpreisig gehen. Man kann auch mit den billigen Sachen gut fahren, aber ich habe das jetzt noch. Keins der, ich sag mal, Premium-Geräte oder der High-End-Geräte, wenn man so möchte, wie es früher hieß, habe ich bereut, was ich mir gekauft habe. Ja, aber ich sehe auch gerade im Chat, es wird wieder diskutiert, klonen, nicht klonen, etc. Also grundsätzlich, wenn einer meint, er müsse sich einen Klon kaufen, dann soll er das um Himmels Willen tun. Also es gibt ja Dampfer, die da wirklich um das verteufeln und sonst was. Es gibt halt Leute, die möchten keine 140 Euro ausgeben für so ein Ding, weil sie es auch nicht haben. Und wenn sie die Möglichkeit haben, sich einen Klon zu besorgen, um Himmels Willen, dann sollen sie es auch tun. Ja, also das soll jetzt keiner irgendwie das Gefühl haben, dass er was Schlechtes damit macht.
Wenn sie auch im Markt angeboten werden, dann werden sie halt angeboten. Wenn man damit zurechtkommt, ist doch wunderbar. Ja, das ist aber, glaube ich, so eine Meinung. So eine ewige, ja. Die Debatte wird es auch in 5 bis 10 Jahren noch geben. Ja, klar. Ja, bei McLone muss halt von vornherein damit klarkommen, dass du schlechtere Verarbeitung hast. Aber du kannst auf jeden Fall mal die Grundrichtung ausprobieren, ob dir das zusagt oder nicht. Und du kannst dir dann immer noch das Original holen. Da steht ihm ja nichts im Weg. Ja, genauso wie ich habe jetzt auch vom Kaifun Prime hier den Klon. Geschmacklich ist der richtig gut, aber der blubbert halt immer. Und die wird wahrscheinlich den Kaifun Prime mir als Original holen, weil der top verdampfer ist. Ja. Hätte ich mir aber nie gekauft, wenn ihr etwa den Klon-Kit hättet. Also, habe ich beim Corona eben so gemacht. Schreibt einer im Chat, mit dem Klon bezahlst du aber keine Entwicklung, ganz mies. Hat er ja gar nicht mal Unrecht mit. Aber wenn man in der Szene sich so ein bisschen umhört, dann kriegt man auch mit, dass teilweise die Originalhersteller im Prinzip die Rezeptur nach China verkaufen. Also ich meine, das ist auch schon durchgesickert. Die kommen erst hier auf den Markt und dann geht im Prinzip ein Blättchen darüber. Also was ja, natürlich auch der Fall ist, der Morpheus hat es ja zum Beispiel schon mal gesagt, Klone, er kennt sich halt in Sachen Metall sehr, sehr gut aus und hat es auch schon im Blick, sagt er, die Materialien, die Stahlsorten sind natürlich nicht oder anders im Vergleich nicht so hochwertig, die zum Teil verwendet werden. Oder auch, wenn du jetzt einen Topcoil hast mit Stahlseilen, kannst du davon ausgehen, dass die definitiv noch Rückstände dran haben werden, etc. Ja. etc. Also das sind natürlich auch so Faktoren, die man mit einrechnen muss. Das grundsätzliche Konstrukt ist aber erstmal das gleiche. In 99% der Fälle. Und damit habt ihr zumindest schon mal einen Eindruck vom Geschmack. Und wie auch Chedi oder Rafa gerade sagten, man kann es durchaus als Kaufentscheidung verwenden. Es gibt eigentlich 2 von 3 Gründen, die für, also es gibt insgesamt, ich sag mal, 3 Grundmeinungen zu Klonen von Leuten, ist zumindest meine Meinung. Einmal die sagen, hey, ich möchte es erstmal ausprobieren und hole mir dann vielleicht das Original, wie ich es beim Corona gemacht habe, einen Klon gekauft und 2 Originale. Oder ich sag, hey, ich werde es mir nicht leisten können, das Ding zu kaufen, würde es aber gerne trotzdem probieren. Und derjenige könnte sich ja das Original eh nicht kaufen. Also sprich, er nimmt damit nichts vom Premium-Markt weg und tut dem Originalhersteller damit nicht weh, weil er sich das Teil eh nie hätte kaufen können. Und der kauft sich dann einen Klon. Ja. Das Einzige, was nicht geht, ist, oder was ich zumindest sehr unschön finde, zu sagen, nö, der Klon ist genauso gut und was die da entwickelt haben, ist mir doch egal. Das finde ich halt schade, weil es halt eben Leute gibt, die da sitzen, Tage, Wochen, Monate entwickeln, tüfteln, machen, wo das Herzblut von denen drin steckt. Beste Beispiel dafür sind immer die Jungs von Squape. Die haben mit jedem Verdampfer irgendein neues Prinzip. Sei es die Verschlusstechnik, sei es wie die Liquid Control funktioniert. Es ist immer irgendwie was anderes, was es vorher so noch nicht 1:1 gab. Und das sollte man irgendwie belohnen, finde ich. Ja, das ist definitiv auch meine Meinung dazu. Ja. Und ich glaube, damit ist auch, es sei denn, jemand möchte jetzt unbedingt, aber ich dachte, wir wollen vielleicht nicht ewig auf dem Klonenthema rumreiten. Nee, das sind einfach wirklich verschiedene Meinungen, die da aufeinanderprallen und Einstellungen auch zum Teil, wo ich sage, ja, diese Debatte, wie schon eingangs gesagt, wird es auch lange, lange Jahre noch geben wahrscheinlich. Und ja, es ist schwierig. Du wirst nie ein abschließendes Urteil darüber fällen können. Ja. Und jeder muss es halt für sich selbst ausmachen, ein Stück weit. Und ja, Punkt. Der Morpheus hat ja einen Satz geschrieben und der finde ich richtig gut. Klon oder Original, egal, Hauptsache keine Zigarette. Ich glaube, damit kann man dann das Thema auch perfekt abschließen. Genau. Hauptsache nicht rauchen, ganz genau. Ja. Ich würde dann nämlich auch, weil ich weiß, zumindest einer oder zwei haben das Gerät, eine Frage von Patrick Rübeling. Was haltet ihr vom Emmet MTL RTA? Ich habe ihn nicht, deswegen gebe ich die Frage gern an die Leute weiter, die ihn haben. Wir haben leider auch nicht. Und gerade finden. Ich ihn ja gut, nicht, du kannst zumindest sagen, was du von ihm hältst, auch wenn du ihn nicht findest.
Also sie haben geschmacklich sehr gut, aber der hat einen extremen Flash. Also ich kann jetzt nicht vergleichen mit dem Flashy Viper, ob das in die Richtung geht, aber der Flash, der ist extrem. Und die Dosierung von der Luftöffnung ist, sag ich mal, experimentierfreudig. Ja. Nicht so einfach. Nee. So. Meine Meinung zu dem Ding ist, auch ich habe ihn, ich weiß gerade noch nicht, wo er ist, woran man vielleicht merkt, dass er sich bei mir nicht durchgesetzt hat. Ist ein schönes Gerät, ist gut verarbeitet. Allerdings hat man wieder versucht, so ein Mittelding zu bauen aus, guck mal, ich bin MTL, ich kann aber auch so ein bisschen DL. Und das funktioniert für mich einfach nicht. Also in einem MTL-Gerät brauche ich die Luftführung, die unter oder zur Wicklung hingeht, muss knapp bemessen sein. Die muss eng sein und die kann nicht so groß sein, dass man damit auch DL dampfen kann, sage ich jetzt mal. Zumindest meinem Empfinden nach. Das ist so, wie wenn ich oben aufs feinste Loch stelle. Man hat ja oben Möglichkeit, den wirklich sehr, sehr straff zu stellen. Aber dann fließt oder da strömt die Luft halt nur noch langsamer an der Coil vorbei, weil die Wicklung oder die Öffnung unter der Wicklung halt ja zu groß sind. Für mich sieht das Deck genauso aus wie vom M22 mit einer anderen Airflow oben dran. Meine Meinung, geschmacklich, mit Sicherheit in Ordnung, je nachdem, wie man ihn dampft und wie man ihn einbaut, aber so richtig MTL ist es für mich nicht. Ist halt nur so ein Mittelding. Ja, schade eigentlich. Ja, ich habe mir auch viel davon versprochen, von dem Teil. Ich habe den auch im Laden gesehen und habe gesagt, alles klar, nehme ich mit. Den zu Hause ausprobiert und gedacht, scheiße, was hast du falsch gemacht? Schmeckt mir gerade nicht so. Wicklung raus, nächste Wicklung rein, wieder. Ich denke so, schmeckt schon besser, aber drückt wie Sau. Und irgendwie bin ich mit dem nicht glücklich geworden. Und ich behaupte mal, ich kann ganz gut MTL wickeln. Ihr habt genug Gerät hier stehen. Ja. Ich finde den Geschmack dich eine Bombe. Also, hat jemand den Manta MTL probiert? Und das ist ja kein MTL. Nope. Ja, ich wollte es gerade sagen. Gleiches in grün. Ja. Gleiches also Problem in grün für mich. Das also Manta Mini wäre da gut gewesen, aber als MTL untauglich wohl. Ja, das ist die einhellige Meinung. Das Problem ist einfach wieder, du hast wieder extrem kleine Luftlöcher an dem Ding. Aber unter der Wicklung hast du quasi so ein Loch. Es ist definitiv nicht. Es ist restriktiver DL, sage ich jetzt mal, im besten Falle. Also wenn du die Luft ganz aufmachst, dann ist es eher DL. Also, nee. Also ich persönlich finde ihn überhaupt nicht gut. So gar nicht. Ich habe den in Bremen auf der Messe mitgenommen und habe den noch nicht ausgepackt. Okay. Vielleicht sollte ich den zulassen. Und zum Embed nochmal, was mir auch noch aufgefallen ist, ich finde gerade ihn leider nicht, deswegen kann ich das Deck nicht zeigen. Ich habe eine riesen Airflow da unten drunter, habe aber nur zwei auf jeder Seite mini, mini, mini kleine Löcher für den Liquid-Nachfluss. Das heißt, wenn ich die Luft ganz aufmache und den etwas mit mehr Power betreiben möchte, klappt das nicht. Mhm. Ich sag mal, die Liquid Control muss relativ klein sein, wenn ich den sehr stramm ziehe. Ansonsten habe ich zu viel Unterdruck da drin und der sifft mir raus. Insofern verständlich, warum sie es so gemacht haben. Dann frage ich mich aber, warum habe ich es so gemacht, dass ich da auch theoretisch auch so viel Luft durchziehen kann? Ich weiß nicht, gibt es Leute, die nur so ein laues Lüftchen an Dampf neben ganz viel Nebenluft gerne ziehen? Also spricht das Ding dann trotzdem nur auf, weiß ich nicht, 14 Watt dampfen? Geht ja dann die Hälfte vom Geschmack für mich irgendwie verloren. Weiß ich nicht. Hilft auch wieder auf Ohren. So. just a little shout out to our special friend Subaru Nerd Vapes. Thank you for watching the stream. Although you're not understanding a single word, I hope you enjoy it nevertheless. And yeah, have a good night, good day or what time ever it is where you're from. Entschuldigung, wir haben einen englischsprachigen Zuschauer, der sich vorhin gemeldet hatte.
dass er kein Wort versteht, aber wegen der Vape-Family quasi da bleibt und ja, finde ich cool, finde ich eine coole Sache und deswegen musste ich ihn kurz einfach mal grüßen. Entschuldigung dafür. Nö, es ist super, es ist Wahnsinn, dass er es überhaupt gefunden hat. Ne? Also er müsste ja uns ja schon quasi mehr oder weniger gezielt gesucht haben, da schon fast. Ne? Ja gut, Vapor Friends Livestream. Vielleicht hat er ja jemanden abonniert von uns und hat die Ankündigung gesehen und hat sich gedacht, schau mal, was da ist. Und ein englischsprachiger, das glaube ich jetzt aber. Hier, wieso, warum nicht? Es gibt doch hier so eine Vape Family auf Facebook, wo auch Englischsprachige sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig abonnieren. Gibt es alles. Ja, das ist, ja, ich und mein Englisch, ne? Ja, ich kann es eigentlich, also ich verstehe es fließend, wirklich fließend. Ich müsste es viel mehr widersprechen, damit ich es fließender spreche. Ja. Also früher habe ich meistens das Problem. Das ist so. Ich habe es ja fast muttersprachlich gehabt, drauf gehabt, aber es ist halt über die Jahre einfach. Ja, es geht. Tristan, das merkst du, wenn du in Urlaub bist. Ne? Der erste Tag ist so, am dritten Tag kannst du ganz normal quatschen. Aber jetzt dieses normale Quatschen, ne? Jetzt keine Fachgespräche oder so führen. Das habe ich in Frankreich oft. Wir fahren ja immer nach Frankreich in den Urlaub und da unten habe ich, wir fahren immer das in so ein Örtchen, das ist eine Stunde nördlich ungefähr von Bordeaux. Da ist ein Vape-Shop und mit dem Jungen bin ich eigentlich ziemlich, ist gut befreundet, gut bekannt. Und logisch, er spricht Französisch, wobei er aber auch sehr gut Englisch spricht. Also er würde auch gerne in die USA ziehen, komplett mit seiner Familie. Und da klappt das dann wirklich. Wenn ich dann so den ersten Tag da bin, dann holpert das Ganze noch. Und wenn ich dann nochmal mich dann öfters da mal mit ihm treffe und so, dann klappt es auch wieder besser. Klar, nur dann hast du hier mal die Möglichkeit, mit jemandem wirklich komplett den ganzen Abend mal auf Englisch zu reden. Ja. Ich meine, wir können das gerne mal ausprobieren, nur dann das ist ein lustiger Stream auf jeden Fall für einige Leute. Da bin ich aber raus. Und bei mir ging das auch mal eine ganze Zeit wesentlich besser. Meiner alten Firma noch, da war die, Firmensprache war halt nur mal Englisch. Dann hat man noch mit Standorten irgendwie aus Indien zusammengesessen. Und wenn du dann mit denen eine Telco hattest und hast, 27 brabbelnde Inder irgendwie versucht, verstehen zu müssen, danach hast du alles verstanden. Ja. Ich glaube, das Lustigste, was ich in dem Bezug jemals hatte, war, ich habe mich vor seinem Laden, da waren Parkplätze, habe ich mich mit dem Auto hingestellt und wir waren am Quatschen, waren dann mittlerweile 2 Stunden rum und er sagte mir dann auf Englisch und sagte dann zu mir immer, dein Auto? Ich sage, wieso? Ja, da hinten kommt die Polizei. Ich denke, ach herrje. Und sie haben mir natürlich direkt ein Knöllchen verpasst. Das geht in Frankreich ziemlich schnell. Und das ist nicht gerade günstig. Ich da rausgesprintet, er sagte, ja, vielleicht kannst du ja mit ihm reden. Ich rausgesprintet zu ihm hin, ne, und habe ihn dann natürlich erstmal auf Französisch angesprochen und auf Französisch gefragt, ob er denn Englisch spricht. Junge, das war ein Abenteuer, sage ich euch. Ja, die Franzosen sind da recht schwierig. Ja, die können alle Englisch, aber die tun es nicht gerne. Diese Aussprachen, weißt du, die sprechen das H nicht aus und dann das Ganze dann auf Englisch ist. Ich musste mich beherrschen, auf jeden Fall. Aber ich muss, ja, genau das ist das. Aber ich habe das Ticket nicht bezahlen müssen. Er hat zu mir gesagt, ja gut, sagt er, hier so sieht das aus in Frankreich, weil die haben das auch wie ein bisschen wie in den USA mit gelben Bordsteinkanten und sowas. Und hat mir das dann erklärt, hat das Ticket genommen, sagt er, ja komm, ist in Ordnung, ist jetzt, ne? Ja, das war schon eine Nummer auf jeden Fall. Heidi Kunz schreibt, nach einer Flasche Sekt spreche ich auch diesen Englisch. Ich musste auch gerade schmunzeln beim Lesen. Heidi. Und nach einer Flasche Wodka fließend Russisch. Alles dabei. Blieh, was? Na, hat er nicht gesagt. Nee, blieh, habe ich gesagt. Wir müssen nur mal wieder ein Wochenende Counter-Strike spielen, schon kann ich wieder fließend Russisch sprechen. Ne? Das ist kein Problem. Also wir jetzt irgendwie ein Neuer im Chat, der hätte gern gewusst, wer wir sind. Wenn wir uns nochmal vorstellen. Also ich fange mal an, ich bin JD Vapes, habe auch einen YouTube-Kanal, steht ganz kurz alles unter verlinkt. Wer hat denn gefragt, JD?
Das ist der Dampfsportler. Ja, mir ist dann machen wir das doch. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht sind ja noch ein paar andere dabei, die da mal so dazu gestoßen sind. Wir stellen uns ja eigentlich wirklich nicht mehr so wirklich vor. Ja, Teddy hat ja gerade angefangen, bis ich ihn unterbrochen habe. Ja, das ist eine gute Idee. Also. Ja, JD, mach's nochmal. Also, ich bin JD Vapes. Bitte. Unsere YouTube-Kanäle sind alle unter verlinkt. Kann man dann raussuchen. Bei mir steht es auch hier oben irgendwo. So. So. Kann der da oben weitermachen? Ja, es reicht ja, wenn man kurz sagt, wer wir sind. Die Verlinkung ist ja unten in der Videobeschreibung. Da kann man dann jeden einzelnen raussuchen. Sehe ich auch, passt. Ja. Was wir auf unsere Kanäle machen, brauchen wir eigentlich jetzt sagen, weil es ist ja überall das Gleiche. Technik-Reviews, was sonst? Ja. Und Beauty-Tipps. Wir genau. Können uns wirklich auch mal angewöhnen, vielleicht einfach mal bei uns unten dann mal so ein paar Namen einzublenden. Fände ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Mhm. Also, ich sag jetzt mal im Bild selber, wie bei JD. Das ist JD ist ja so ein Technik-Queen. Ich kann euch alle erklären, wie das geht, und ich kann alle euch das GIF erstellen. Dann könnt ihr das bei euch so einblenden. Ja, da warte ich noch. Ich habe da. Ja, ich sag mal, ob das so sinnvoll ist, wenn es bei jedem hier irgendwas rumwabbelt. Ja. Naja. Shake it. Ah, Dampfsportler schreibt gerade, er wollte nur unsere Vornamen. Okay. Ah, okay. Ach so. Ja, die kriegst du auch. Ja. Soll ich das auch noch sagen? Ich bin der Johnny. Ich bin der Bossi. Ich habe keinen Vorname, ja? Das ist aber nicht dein Vorname. Bosley, ja genau, von den drei Engeln für Charlie. Ich bin der Bosley. Genau. Das ist einfach nur so ein Lautsprecher, der da unten steht. Ja. Das ist kein Bluetooth-Box. Geil. Sehr gut. Also, mein richtiger Vorname lautet Saba. Da ist er. Bossi. Ja. Der Bossi. Ja, also, ganz kurz, ich bin der Tristan. Das ist kurz und knapp. Ja, was soll jetzt ich gehen wir von unten nach oben. Wolfgang, als ob wir jetzt jemals eine Reihenfolge hatten. Ja, dann mache ich einfach. Ich bin Wolfgang vom Dampfplauder TV. Heute sind wir übrigens in Sparbesetzung. Beim nächsten Mal wirst du noch ein paar Vornamen mehr merken müssen wahrscheinlich. Das nur zur Info. Ich gebe mal an den... Moment. Da weiter. Ja, genau. Danke. Ja, super. Hier bei mir Rafa. Skype. Schön. Ja, also wie gesagt, Rafa. Ja, was? Oder auch Guru. Guru Rafa. Guru Gabaschka. Genau, Guru Gabaschka oder auch Guru. Frag mich nicht, woher der Name kommt, ich weiß es immer noch nicht. Ja, ich wollte gerade fragen, wie besoffen warst du eigentlich? Ich gebe zu, das war bei mir ein Name, ich musste irgendwas haben und irgendwas, was keiner hat. Und da habe ich mir gedacht, ich habe aus dem Fenster geguckt und sah so ein Haus, da war so eine Wellblechfassade. Ich so, jo. Und dann ging mir auch mal mit dem Dackel vorbei. Wellblech-Dackel. Wie das genau war, weiß ich nicht, aber es war einfach so. Ich hatte mal überlegt mit dem Namen, kurzzeitig hatte ich mir den Namen Kesselspringer einfach mal gegeben, aber das fand ich halt ein bisschen ungeil. Hm. War nicht so cool. Ja. Haben wir jetzt alle unsere Vornamen? Ich finde es nur toll, dass gerade jeder im Chat oder sehr viele im Chat ihre Vornamen reinschreiben. Ja. Leute, es tut mir leid, aber ich glaube, die werden wir uns nicht merken können. Ich bin da einfach mal ehrlich. Aber es ist nett von euch. Ja. Dampfsportler, du bist der Rico. Hi, grüß dich, Rico. Ja. Ah. Oder wir führen das jetzt ein. Alle Leute, die unseren Stream gucken, wenn sie es wollen natürlich nur, können hinter ihren Namen nochmal packen, / ihren Vornamen. Dann können wir euch auch alle richtig ansprechen. So. Dann wissen wir, wie wir euch nennen sollen, wenn wir euer Kommentar vorlesen sollen. Das ist auch eine Option. Ach, guck mal, der Vaping Metal, der schreibt Gurus kleines Haustier. Oh, hey, klein. Ich glaube, nee, wir haben nicht so eine Sub-Dom-Beziehung. Ich glaube, wir sind schon ziemlich emanzipiert und sind auf einer Höhe. Würde ich sagen, oder? Passt das? Passt. Ja, ne? Weißt du was? Raphael, morgen bist du wieder. Ja? Da fragt jemand im Chat, ob ich mich auf Trier freue. Und wie ich mich auf Trier freue. Da rocken wir wieder die Bühne, liebe Leute.
Oh je. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wer aus dem Chat ist denn überhaupt auf der Messe dabei? Da bin ich echt mal gespannt, wenn ich die im Rocker sehe. Ach, Schatzi, da frag mal den Michael, der war auch gespannt und dann stand er da. Ich bin auch wirklich gespannt auf deine Live-Performance. Oh. Leute, werde ich ja nervös. Oder wir machen es ganz einfach. Ich nehme euch einfach alle mit auf die Bühne. Was haltet ihr da? Ja. Du kannst uns gern mitnehmen, aber von mir wirst du auf jeden Fall keine Performance erwarten müssen. Du brauchst keine Performance, weil für dich habe ich was ganz Besonderes. Ich habe ein Borat-Kostüm, das ziehst du nein, dann nein, an. Nein, nein, nein. Und dann stellst du dich daneben. So, und die Jungs rocken dann um dich rum. So, ich gang jetzt mal her und versuch mal. Wir haben jetzt überall die Name einblendet. Das muss ja bloß noch die Größe anpassen. Oh, der Bossi ist über Kopf. Die Idee ist doch gut, ne? JD in Borat-Kostüm zu sehen. Das wäre doch was. JD, dann hast du bestimmt 2000 Abonnenten mehr innerhalb von 2 Tagen. Die will ich dann lieber geil. Die sind ja dann bloß bei mir auf dem Kanal, dass sie mir auslachen können. Danke für die Promotion, aber die möchte jetzt hin. Also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Wir hatten mit Twisted Vaping, Twisted kennt ja jeder, die geilen Aromen, und die waren on Tour. Also Twisted on Tour heißt, die besuchen Stammtische, was ich relativ cool finde. Und da waren die bei uns in Krefeld und dann haben wir uns so ziemlich angefreundet. Und dann habe ich mit denen so ein kleines Interview gemacht für den Kanal, das Video, und dann haben die Mädels im Hintergrund immer so geschrien, Trikottausch. So, und jetzt stehe ich da mit meiner dicken Wampe und neben mir der Benny von Twisted, der sieht ein bisschen ähnlich aus, und wir haben da nur geschmunzelt drüber. Stuttgart Messe Hall of Vape. Letztes Jahr. Ich bei Twisted, hallo Jungs, na, wir sind gleich auf der Bühne, Trikottausch, kommst du, ne? Ich denke, wie jetzt? Dann haben wir haben das durchgezogen. Wir haben uns vor der ganzen Leute auf die Bühne gestellt und haben die T-Shirts getauscht. Also innerhalb von 10 Sekunden war die Halle leer. Nein. Notevakuiert. Überall gehen die Rauchklappen auf. Ey, wenn ich das mache, dann gibt es einen neuen Rekord, dann ist das in 5 Sekunden leer. Das war wirklich, wirklich eine geile Aktion. Und die haben das echt mitgemacht. Finde ich gut. Nö, ich teile meinen Körper mit niemandem. Wobei, ich habe gehört, beim JD auf dem Kanal, in der Zeit, wo es so warm war, gab es auch oben ohne Videos vom JD. Nein. Aber ich glaube, das hat sich auf eins beschränkt. Das hast du gesehen, das ist ja schon uralt. Er sitzt bitte nicht nackt da, oder? Ha? Nee. Ich weiß, ich habe eins mal oben ohne gemacht, aber man sieht mir ja nur bis hier, also. Mein dicker Bauch versuche immer so vor der Kamera zum Verstecken. Funktioniert auch meistens. Da hast du gleich nochmal 180 Klicks drauf auf dem Video. Ist möglich. Ja, und was dampft ihr sonst so? Tanja, ich gucke gerade auch schon hier so in den Chat. Tanja sagt, zeig mal, sie braucht nur ein Video angucken. Ich habe das sogar, ich habe sogar ein Video darüber reingesetzt. Also, kann man sich angucken. Mit dem Trikottausch hast du ein Video gemacht. Das muss man echt auch. Du kannst eigentlich mal dir die Mühe machen, den Link raussuchen und hier im Chat posten. Ah, nee. Andi. Warte mal, vielleicht mache ich es doch. So, was Spaß muss doch sein, oder? Wenn man das Leben so ernst nehmen würde, wie es tatsächlich ist, mein Gott. Raphael. Ganz falscher Ansatz. Frage off topic. Das Elfenwasser. Findest du das auch mit? Dann können die tatsächlich mal versuchen, ob ich das Elfenwasser hier einblenden kann im Stream. Findest du das Elfenwasser besser mit dicken Coils, also mit größeren Coils, oder eher mit kleineren? Also bei mir läuft es momentan hier im Vapor Giant mit, na, wo bin ich denn da? Mit relativ fetten Coils. Nö, gar nicht so. Das sind 2 Big Aliens, meine ich. Aber es dürfte, doch, es müsste nie 90 sein. Ich bin genau bei 0,1 Ohm. Okay. Aber da die 90 springen sie sehr schnell an. Also auch mit 3 Volt haue ich jetzt hier drauf mit 90 Watt.
da kommt ein bisschen was. Okay, weil ich habe jetzt gerade die großen, da waren glaube ich diese, ach, diese, oh, wie heißen sie, Frame Staple Dual Fused Stitched Core Clappens, keine Ahnung, riesen Moppets. Die habe ich jetzt gerade mal rausgerissen und habe wieder meine kleinen Clappens reingetan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es besser mit kleineren Coils, wenn etwas kühler wird, der Dampf ist, also wenn er etwas kühler kommt. Okay. Ja, muss ganz ehrlich sagen. Na, jetzt schmecke ich auch so ein bisschen die Vanille. Das ist ja abgefahren. Das sind wieder diese Nuancen. Oh, das ist der Link, das ist gut. Zum Thema, hätte ich vielleicht eine Frage aus dem Chat. Außer irgendjemand hat gerade noch irgendwas anderes. Nö. Hau raus. Der Lapanenon schreibt, hab mir den OBS Krios 2 geholt. Nach 2 Tagen Dampfen bekomme ich ein Kratzen. Bin Anfänger, was das angeht. Was mache ich falsch? Das ist wieder so eine tolle Frage, wo wir lange drüber sprechen können, weil das kann alles Mögliche sein. Der liebe Morpheus hat zum Beispiel geschrieben, eventuell trinkst du zu wenig. Das kann mit der Zeit den Rachen reizen, da der Dampf die Feuchtigkeit aus dem Mundraum entzieht. Jetzt haben wir schon wieder ist Weintrupps. Eine valide Option. Wenn du wirklich auch Neudampfer bist, dann ist es ein bisschen Gewöhnungssache. Und wenn es das nicht ist, dann können es natürlich auch technische Sachen sein. Also, dass du zu viel Leistung drauf gibst zum Beispiel und die Watte deswegen anfängt zu kokeln. Je nach Liquid kann es auch vorkommen, dass habe ich auch schon gesehen und auch schon gehabt, dass die Watte in der Mitte durch ist und du quasi, wenn du sie rausnimmst, 2 lose Enden hast. Kann auch passieren. Und. Es können Dry Hits entstehen, Hotspots. Gut, letzteres eher weniger jetzt nach 2 Tagen. Sehr viele Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen können, in meinen Augen. Darf ich jetzt mal schnell den Trikottausch einblenden? Na, aber klar doch. Gut. Du bist Benji! Benji! Komm, da geht noch mehr! Simon! Hey! Sandy, was gibt's denn Mundschein gleich? Eine Flasche! Das ist halt wirklich gar nicht so. Das ist nicht das Einzige. Na komm! Schweißtausch. Guck mal, jetzt haben wir ein bisschen Bossi. Oh, mit Küsschen. Mit Küsschen. Das war jetzt richtig geil. Ihr seht wahrscheinlich auch jetzt gerade im Moment im Stream erst. Ja, ich sehe es jetzt gerade da unten. Ja, geil. Bossi, geile Nummer. Oh Gott, der Roland wird schon blind. Ja, uns kann man auch ohne weiteres nur hören, das ist überhaupt kein Problem. Da brauchst du nicht für. Manchmal sogar besser, sagst du, ja? Das habe ich schon gesagt. Oder wie unser englischsprachiger Freund, eben nur gucken und nicht verstehen, scheint auch gut zu sein. Ja, ja, aber jetzt hat man gerade nochmal so einen dabei. Keine Ahnung, aber ist schön. Wenn ihm wirklich so ist. Hm. Kinder, wir werden international. Ich sehe es schon kommen. Ja. Spannend muss sein, Leute. Voll auf jeden Fall. So, ja, das ist auch gut so. Das Leben ist ernst genug. Mhm. Ja. Sagen, Kino, und wenn, zu spät. Das Kino war da. Passieren, wenn du uns nicht zwingst, dass wir uns ausziehen, dann kommen wir auch mit Sicherheit gerne mal mit auf die Bühne. Ja, ich glaube, so eine Talkrunde, wie es andere teilweise auf der Bühne machen, ist bestimmt auch mal cool. Ich weiß nicht, machst du den kompletten Tag oder wie sieht das aus? Hast du da nur einen Timeslot? Posti, du bist gemeint. Der Ike? Ja. Ich war gerade im Chat vertieft, sorry. Wir haben alle please, keine Bühnenerfahrung. Please repeat. Listen and repeat. Yes. I am ganz Ohr.
Hast du da einen Zeitslot nur auf der Bühne, also nur auf der Bühne, oder bist du da den ganzen Tag auf der Bühne und machst das komplette Programm, oder wie wird das ablaufen? Es ist so, dass es Bühnenzeiten gibt für Aussteller und ich mache die für Bait Street dann die Bühnenshow, okay, wo also ich natürlich dann auch meine Liquids mit präsentiere und die Sachen von Bait Street auch. Und ich habe mir auf jeder Messe halt vorgenommen, immer zwar am Stand stehen, aber hören, so wie die Stimmung auf der Bühne ist. Und wenn ich dann da bin, möchte ich lauter sein als die anderen. Also jetzt nicht ich, sondern das Publikum. In Bremen hat das sehr gut geklappt. Wie man sieht, ein richtig geiler Spot von der Bremer Messe, der nur circa eine Minute dauert. Ich weiß nicht, ob den der ein oder andere schon gesehen hat. Der ist da gerade auf Facebook rum, müsst ihr euch mal angucken. Da bin ich dreimal zu sehen kurz. Ganz kurz. Ich kann es dir einblenden, aber ich brauche den Link von dir. Der läuft ja auf Facebook irgendwie. Facebook. Geh einfach auf die Seite von der Bremer Messe, Vape Convention, und da siehst du ihn. Das ist ein sehr, sehr geiler Spot, wirklich, also der die ganze Messe. Ja, und dann hast du 20 bis 30 Minuten Bühnenshow und da gilt es halt eben, alles reinzupacken. Das Problem ist, wenn du auf die Bühne kommst und da stehen 10, 20 Mannequins vor der Bühne, ja, dann musst du halt was machen, dass die Leute rankommen. Irgendwie. Ja, und das liegt einem halt ja ein bisschen im Blut vielleicht auch, ein bisschen Talent, aber ein bisschen Blödheit, alles gepaart zusammen. Muss einfach eine Rampensau sein. Ja, genau. Du hast nur einen Slot und wie der liebe Dampfmanik gerade schreibt, Dampfsport Dojo macht das Bühnenprogramm. Damit ist es geklärt. Genau. Irgendwas habe ich gerade auch noch gelesen. Wir hätten auch noch mal eine Frage, die vielleicht auch interessant ist, vom KQ. Mhm. Wie steht ihr denn zum Thema Microcoils versus Spaced Coils? Irgendjemand, der was sagen möchte? Spaced Coils hat einen besseren Geschmack, Microcoils. Kannst du das so pauschal sagen? Ha? Also, ich weiß nicht, ob ich das so pauschal sagen würde. Also, was mein Empfinden ist, dass so eine Microcoil sich halt schneller nochmal erhitzt, weil die Wicklungen, die nebeneinander liegen, sich gegenseitig nochmal aufheizen. Das kann halt bei trägen Drähten sehr helfen oder Kantal beispielsweise. Kann aber eventuell dann auch wieder dafür sorgen, dass sich die Hitze länger hält. Also inzwischen gehe ich sogar her und space meine Coils teilweise etwas minimal, einfach damit ich ein bisschen mehr Leistung auch draufgeben kann, damit die Wärme schneller abtransportiert wird und der Nachfluss gegebenenfalls besser ist. Also ich mache es eher vom Gerät abhängig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier rüber gucke und sehe mein Kaifun Light, da würde ich jetzt nicht unbedingt eine Mikrocoil reinhauen. Schon allein, man kommt halt, wenn ich jetzt an Kaifun denke, zum Beispiel an den Kaifun, ich bleibe jetzt mal beim Kaifun Light. Das ist ja noch ein richtiger, mehr oder weniger MTL-Verdampfer. Mit einer Microcoil, es wird, wie Wolfgang schon sagt, es wird halt einfach zu warm. Und das passt einfach nicht zum Gerät, weil der Luftdurchsatz auch dementsprechend nicht so groß ist. Da mag ich lieber so Space Coils, weil wie damals. Ne? Und vor allen Dingen möchte ich gerne auch dann auch Widerstände kommen von 1,5, 1,6, 1,7 Ohm, irgendwie sowas. Das finde ich, ist so für mich entspanntes MTL-Dampfen, wo auch der Akku dementsprechend lange hält. Das kann ich halt besser erreichen mit etwas dünneren Drähten. Ich sage jetzt mal 0,25er Kantal oder 0,2er Kantal. Und die kannst du halt sehr schlecht als Mikrocoil verarbeiten. Es geht auf jeden Fall, aber es ist halt doch ein bisschen komplizierter. Weil die Drähte halt so dünn sind, wenn man die versucht dann durchzuglühen, dann kann das passieren, wenn man die dann zusammendrückt, dass die sich übereinander schieben oder beziehungsweise ineinander schieben. Geschmackssache. Also ich mag es lieber bei alten Geräten. Also wirklich bei meinen alten Schätzchen. Ja. Da habe ich die Space Coils lieber als die Micro Coils. Das ist richtig. Das, was der JD gerade gesagt hat, dass ich bei einer Space Coil einen besseren Geschmack habe, kann ich so jetzt auch nicht unterschreiben. Aufgrund von mehr Oberfläche, denke ich mal schon.
Du hast ja bei einer Spaced Coil nicht im Endeffekt mehr Oberfläche als bei einer Microcoil. So, das Liquid kann ja besser so um die Coil rum als wie in der Microcoil, weil da ist ja, ja dann doch irgendwo eine Barriere dazwischen. Du hast grundsätzlich, halte ich es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass du mehr Auflagefläche hast von der Coil. Da würde ich sogar mitgehen. Aber spätestens, wenn du, glaube ich, mal eine Clapton reinzimmerst, also wirklich ja, nur eine triviale Clapton, wird das wohl keinen Unterschied mehr machen. Dann nehme ich. Denke ich. Nee. Das Einzige, was halt Sinn macht, ist das, was Tristan sagte. Entweder, wenn ich eben nicht so viel Hitzeentwicklung haben möchte, in einem kleinen, vielleicht auch älteren Gerät oder auf MTL ist Space Coil auch wunderbar. Oder was schon mal helfen kann, ist, wenn ich eine ziemlich fette Coil habe, beispielsweise eine dicke Alien oder sowas. Und ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen Nachflussprobleme, dass ich dann hingehen kann und kann mir die Wicklung, ja, es ist dann eigentlich nicht spaced, es ist minimal spaced. Einfach so die Wicklung ein bisschen auseinanderziehen. Hilft übrigens auch, wenn man Hotspots hat, die man nicht rauskriegt, einfach mal die Wicklung ein bisschen auseinanderziehen. Und durch die Zwischenräume, diese kleinen Zwischenräume dazwischen nochmal, wo dann noch ein bisschen Watte ist, ohne dass da direkt eine Wicklung anliegt, kann es auch ein bisschen helfen, dass der Nachfluss ein bisschen besser läuft, weil ich ein bisschen mehr Reserve noch habe. Aber ja, macht eigentlich auch keinen Weltenunterschied. Ja. Weil ihr habt halt so die Erfahrung auch mit Spaced Coils gemacht, dass die dann zum Teil spritzt. Und je nachdem, wie lang der Kamin ist, dann spritzt er das bis auf die Zunge, was dann recht unangenehm ist. Ja gut. Gut, klar. Wenn ich jetzt wieder auf meinen... Ich nehme einfach immer diesen Kaifun als Paradebeispiel. Da wird das mit dem Spritzen eher weniger zu passieren. Da mache ich dann aber auch wirklich eine richtige Spaced Coil. Also wirklich, ich sag jetzt mal, wie man früher gewickelt hat. Jetzt nicht, wie der Raphael sagte oder der Wolfgang, ne, so ein bisschen auseinanderziehen, sondern die mache ich wirklich schön weit auseinander. Ne? Auch, wie gesagt, geschuldet den Drähten. Also ich weiß nicht, ich kann mal schnell... Pass mal auf, ich zeige das einmal. Er ist ja gerade leer und steht hier rum. Das Deck ist so groß. Mach den mal groß. Na, ja, es wird nicht scharf. Oh nein. Es ist warum klein. Ist das so? Jetzt. Ne? Man sieht, das ist ziemlich klein. Und unter diese Schrauben, da passt, also 0,25er ist schon ziemlich schwer, da drunter zu kriegen. Ne? Und man sieht deswegen auch da diese Kerben für die Watteführung. Ja. Ja, nur die Watte, die wird ja nur ja, legst aufgelegt. Du nur so drauf, richtig. Das hier ist ja die Kerben als solche sind ja, ja nur ja. Liquid-Kanäle. Ne? Aber man sieht, wie klein diese Liquid-Kanäle sind. Die wandern ja immer also weiter auch weg. Nicht der größte Nachfluss. Ja. Das ist wohl wahr, wie gesagt. Und da habe ich dann lieber so richtige Space Coils wie früher. Ich überlege wirklich in der Tat, den wirklich nochmal auf Silikatschnur zu wickeln. Wer es noch kennt. Na, also, ich habe noch was da. Das ist bestimmt wieder eine gute Sache auf jeden Fall. Ja. Hast du gestern eigentlich auch Silikatschnur mitgenommen aus dem Laden? Nein, weil ich gefühlte 500 Meter hier noch rumfliegen habe. Okay. Ja, weil du die noch in den Finger hattest gestern, deswegen. Ja, aber nee. Das Problem, also was ich manchmal sehe, die Silikatschnur kommt auch manchmal in diesen kleinen Zipbeuteln und wenn die dann offen liegen und jetzt bist du hier drin, weiß ich nicht, das Elfenwasser am Nebeln oder diese Black Queen oder so, es kann passieren, dass die doch tatsächlich den Geschmack etwas annimmt. Also es schmeckt dann so ein bisschen, ja, nicht, man kann jetzt nicht sagen, dass es das Liquid. Ja, so ein bisschen süßlich. Es nimmt wirklich den Geschmack an. Deswegen, ne? Gerade so also ein bisschen vor mich hin sinniert nebenbei. Interessanter Punkt, vielleicht auch für euch da draußen. Wenn ihr Leute habt, die euch immer wieder querkommen, von wegen Dampfen ist ja viel schädlicher und diese üblichen Vorurteile. Der liebe Dr. Bernd Meyer hat ein neues Schriftstück veröffentlicht, das geteilt werden darf, komplett frei. Es darf zitiert werden, aber mit Quellenangabe etc. etc. Wo er die 7 üblichsten Vorurteile widerlegt
und das wirklich sehr schön hochoffiziell auch mit Stempel von der Universität, an der er tätig ist. Eventuell, ich suche mal kurz den Link raus, einfach mal so erwähnt, das fand ich sehr, sehr cool, das zu lesen, und es ist schön verständlich, sind glaube ich 2 oder 3 Seiten, mega, war wieder eine richtig, richtig geile Aktion von ihm und jetzt die Tage erst veröffentlicht. Ja, ja. Absolut. Das ist auch gut, wenn man sowas hat. Das werde ich direkt mal 300 Mal ausdrucken und bei mir in der Firma verteilen. Ja. Das könntest du eigentlich schon fast jedem in der Hand drücken. Ich habe es erst just gehabt am 21. Dezember auf unserer Weihnachtsfeier von der Firma aus. Da war das natürlich auch so, ich war der einzige Dampfer dort. Und ich habe eigentlich, wollte ich mich auf diese Gespräche gar nicht so einlassen. Aber dann ging es natürlich los. Der erste kam um die Ecke. Ach du, ist das so eine E-Zigarette? Ja. Ja, ich habe da mal gelesen, das. Und ich denke, oh nein, oh Gott, jetzt muss er bitte noch sagen, aus der Bild-Zeitung. Ja, da stand mir in der Bild-Zeitung. Ich so, ja, alles klar. Okay. Ja, genau. Ich sage, ich hole mir meine Flasche Bier und ich komme gleich wieder. Ich bin nicht wiedergekommen. Feigling. Nee, ich sag ich mal weiß. So, der Raphael kann es auch bezeugen. Ich glaube, ich bin auch irgendwo an so einem Tisch hart versoffen. Ja. Nicht nur er kann es bezeugen. Richtig. Ja, alle, die im Livestream waren, ich weiß. Ja, ich habe ihn abgeholt und wir haben ja neben unseren Runden, die wir jetzt wie hier heute haben, sind wir eigentlich mittlerweile fast jeden Abend mit einer witzigen Runde in Skype unterwegs. Da könnten wir eigentlich auch schon jedes Mal fast mit live gehen, haben wir aber bis jetzt noch nicht getan. So besser. Und ich hab ihn von der Weihnachtsfeier abgeholt, habe mir gedacht, Mensch, Skype gibt's doch auch auf dem Handy. Hab mir das Handy vorne im Auto montiert und habe ihn abgeholt. War sehr witzig für alle Beteiligten. Außer Tristan. Oh ja. Ja, toll, jetzt ist eh alles vorbei, jetzt ist auch noch mein Bruder mit im Chat. Ich wollte gerade sagen, schönen guten Abend, Nektronomikus. Moin, hi. Ganz kurz für den Sebastian Siepermann, ich weiß selbst nicht, wo Christian heute steckt. Er hat sich bei mir nicht abgemeldet. Ich vermute aber mal, er wird aktuell ein bisschen Stress haben. Vielleicht sagt er irgendwann mal, wenn er wieder da ist, ein paar Worte dazu. Ich möchte es ihm auf jeden Fall nicht vorwegnehmen. Ist nur eine Mutmaßung. Ich muss mal ganz kurz meine Linse säubern. Ich habe schon wieder kurz. Schmierfilm. Nein. Leckcheck machen. Ja, das, da denke ich instant wieder an das Video von Steamshots, als er, ich glaube, 30 oder 50 ml Base gesoffen hat. Und sich dann eine halbe Stunde später übergeben musste. Ja. Und wie konnte das passieren? Also, ja. Und wie immer, die Dosis macht das Gift. Was Bernd Meyer in dem Schreiben auch wieder sehr, sehr schön darstellt, gefällt mir. Gefällt mir einfach richtig gut. Liest sich schön, schöne Punkte und auch wirklich die klassischen Punkte. Wie gesagt, ich habe den Link jetzt mal in den Chat gehauen. Sollten irgendjemand verpasst haben, ich hau ihn gerne nochmal rein. Einfach kurz Piep machen. Ich habe ihn verpasst. Ach nee, doch nicht. Ich habe ihn. Da oben ist er noch. Ja. Also jetzt alle, wo hier im Chat sind, könnt ihr euch nur eins auf jeden Fall empfehlen, von Bernd Meyer den Kanal mal zum Abonnieren und je nachdem wie Zeit ist, die ganzen Videos mal durch zum Gucken, weil der erzählt sehr interessante Sachen, sehr viel Fachwissen, wo man sich wirklich aneignen sollte. Es ist ein trockener Stoff, aber es lohnt sich, wenn man darüber wirklich Bescheid weiß, und der hat, ich weiß gar nicht, 12 Videos jetzt. Also die ersten waren rein technisch noch nicht ganz so gut, weil er sich vorher noch nicht so mit Videos auseinandergesetzt hatte. Aber was danach kam, war auf jeden Fall ansehnlich und der Inhalt auf jeden Fall richtig und wichtig. Ja. Also da muss man halt über die Technik und über Tonqualität einfach mal hinwegsehen. Aber um den Inhalt geht's da. Und ich finde, der Kanal, der hat generell noch viel zu wenig Abonnenten. Da passt auch ein Stück weit das, was alle drei zusammen Christus gerade schreibt, gut dazu. Ja, es ist gut, dass Gegenstimmen mehr fachlich hinterlegt sind und hoffentlich auch den Mainstream erreichen. Aber ich erlebe auch Dampfer, die komplett unreflektiert eine Ungefälligkeit propagieren.
Das ist natürlich definitiv kontraproduktiv und auch da, man kann das natürlich gerne unter Dampf verteilen oder eben auch den Kanal von Dr. Bernd Meyer, denn wir sind eine relativ junge Gruppierung, relativ jung verglichen mit dem Rauchen und es dauert einfach, bis das Ganze angenommen und akzeptiert wird und ja, Bildartikel etc., die versuchen ja alle das Thema madig zu machen und ich glaube, da genau deswegen ist es gut, sich da selbst ein bisschen auszukennen und vor allem keine, ja, also es ist definitiv nicht zu 100% ungefährlich oder es ist nicht gesund, es ist nur weniger schädlich. Ich glaube, das ist, muss auch bei vielen Dampfern erstmal in die Köpfe rein. Ja, weniger schädlich, aber wenn wir von weniger schädlich reden, dann reden wir von nachgewiesenen 95% weniger schädlich. Und das ist eine Hausnummer. Das muss man sich einfach mal, ne? Weil viele, immer dieser typische Spruch, Dampfen ist gesünder als Rauchen. Das ist ja Bullshit. Das würde ja voraussetzen, dass Rauchen ja gesund ist. Und Dampfen ist dadurch gesünder. Ist es nicht. Es ist 95% weniger schädlich. Genau. Das muss man sich einfach verinnerlichen. Und ich meine auch jetzt gelesen zu haben, dass in England jetzt auch die Regierung sogar offiziell das bestätigt hat. Die kommen ja aus England. Ja. Und da gibt es noch irgendeine Neuerung, die jetzt bei denen kommt. Die habe ich gerade aber nicht parat. Du kannst dir demnächst dein Einsteigerset quasi auf Krankenkassenkosten holen, genau, wenn du starker Raucher bist. Ja, das hat mir letztes Jahr mein Lungenarzt sogar gesagt. Er hat irgendwie gesagt, die Engländer sind viel weiter. Da gibt es sowas bald schon auf Rezept. Und ich glaube, das setzen die jetzt gerade um. Ja. Das finde ich super. Ja, ich glaube aber, da sind wir hier in Deutschland noch ganz weit weg von. Ja, sind wir definitiv. Dann ziehe ich jetzt nach England und lasse mir mein Einsteigerset verschreiben. Am besten eine Stuttgart Body Curve mit einem Corona-4-8 DLC. Das brauche ich einfach. Ich brauche das. Du hast gehört, das ist der beste Einstieg überhaupt. Aber ich weiß nicht, die Umzugskosten. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie das rechnet. Aber halb so wild, wenn ich das Gerät dafür abstauben kann. Also das ist dann wie wenn du dir eine Brille holst, was von der AOK finanziert wird oder von der Krankenkasse, und dann kriegst du ein Grundmodell und wenn du was Besseres möchtest, dann musst du in die eigene Tasche greifen. Du bist privat versichert, da gibt es eine Stuttgart. Der Micha schreibt im Chat auch, dass beim Dampfen das kleinste Übel das Nikotin sei. Ja. Und das ist auch so ein Fehlwissen, wie auch immer. Weil die meisten sagen, boah, ist ja Nikotin drin, ist ja das Gleiche. Ja, und dann müsste man sich halt mit dem Nikotin ein klein wenig befassen. Oder wenn ich jetzt pur Nikotin trinke, dann ist das mit Sicherheit nicht gut. Aber bei den Mengen, die in Deutschland so jetzt erlaubt sind, da kann ja nichts passieren, letztendlich. Da wird ja maximal übel, wenn du zu viel nimmst, oder kriegst leichte Kopfschmerzen, aber das war's. Weil im Endeffekt kannst du die Wirkung von Nikotin ein bisschen mit Kaffee, mit dem Koffein vergleichen. Ja. Das ist übrigens, ich beziehe mich jetzt einfach gerade wieder auf das tolle Dokument von Bernd Meyer. Das ist gleich sein Punkt Nummer 1. Nikotin ist ein hochpotentes Nerven- und Suchtgift, das Herz- und Blutgefäße schädigt. Hat er wirklich so einen Absatz dazu geschrieben, wo er das komplett pulverisiert letztlich. Und genau das, letzter Absatz, im Herz-Kreislauf-System führt Nikotin, ähnlich wie Koffein, zu einer leichten Erhöhung von Blutdruck und Herzfrequenz. Diese Effekte sind klinisch unbedenklich. Das Risiko für schwere Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Mortalität wird durch Nikotin nicht erhöht. Dennoch sollten Personen mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf den Konsum von Nikotin verzichten. Also, er ist halt Toxikologe. Ja. Was will man mehr sagen? Das Erhöhung Problem, von Herzfrequenz habe ich auch, wenn ich hier in die Treppen hochlaufe. Das Problem, was ich nur sehe und was uns noch von England unterscheidet, ich glaube, wir sind noch ganz, ganz weit hier weg in diesem Land, dass wir demnächst bei, ich weiß es nicht, wie es heißt, RTL exklusiv oder als Schlagzeile von der Bild haben, Dampfen doch nicht ungesund, Interview mit Professor Dr. Bernd Meyer. Ich glaube, das ist noch ganz weit weg. Und da sträuben sie sich gegen. Und man weiß nicht, warum. So oft zu sehen in sämtlichen, ich sag mal, auch relativ namenhaften
Publikation beim lieben Simon bei Licht und Schatten, wie die Medien mit dem Thema Dampfen wirklich noch umgehen. Und bis das die das mal und bevor die das nicht angenommen haben, so ein Massenmedium, wie halt nun mal RTL und Bild halt leider Gottes hier in diesem Land sind, wird das auch in den Köpfen der Leute nicht so ankommen und dann und damit auch nicht bei der Regierung so durchkommen. Ja. Wer nicht will, der will auch nicht. Das habe ich früh gelernt. Also wenn ich da wirklich mal mich, ich sage jetzt beinahe gesagt, herablasse, wenn ich dann wirklich mal mit jemandem über diese ganzen Sachen diskutiere und ich merke einfach, er versucht, jedes gebrachte Argument mit irgendwie zu pulverisieren mit, ja, aber in der Bild, ja, aber in Express, ich habe da was gelesen. Nach dem dritten, vierten Mal sage ich auch, ja gut, komm, dann ist das wohl so, dann bringe ich mich jetzt langsam hier um und du gehst mir einfach nicht mehr weiter auf die Nerven. Ja, aber dann kommt ja Passivdampf. Du bringst ihn ja mit um. Ja, gut, dann gehe ich halt. Dann gehe ich halt oder dann bitte ich ihn zu gehen. Auch das ist eine Option. Ja, die Nichtraucher haben jahrelang für rauchfreie Innenräume gekämpft. Ja, dann sollen sie die auch bitte nutzen und nicht draußen bei den Rauchern rumhängen. Das ist einfach so. Das ist auch in Kneipen so. Die ganzen Nichtraucher hängen alle draußen bei den Rauchern und Dampfern. Und sobald ich dann, wie jetzt Wolfgang, einmal einem Ding ziehe und spätestens jetzt hörst du schon das erste, wo ich mir sage, bitte, dann geh doch rein. Oder der Dampf ist noch gar nicht bei dir angekommen. Ja, du hast doch gar nicht ausgeatmet. Er hört das Rauschen und ist schon am Würgen. Ja, das ist. Wobei ich da tatsächlich auch eher so der Mensch. Ja, ich nehme da mit dem Dampfen wirklich mehr Rücksicht als damals noch beim Rauchen. Ist einfach so. Ja, natürlich nimmt man mehr Rücksicht. Das mache ich auch. Aber manchmal, ich bin zum Beispiel so ein Typ, wenn ich draußen stehe und ich weiß, Person XY dampft nicht, raucht nicht und mag das auch nicht so. Ich habe immer, wirklich immer das Glück. Er steht, sagen wir mal, links neben mir, ich atme aus, nach rechts, der Dampf geht nach rechts und macht sofort eine Linkskurve und ihm voll ins Gesicht. Wenn er die Seite wechselt, nimmt er den Dampf auch direkt mit, egal wo ich hinatme. Trifft ist immer. So. Ja. Wer kennt's nicht? Das ist wie am Lagerfeuer. Menschen, die den Rauch nicht mögen vom Lagerfeuer, da zieht er garantiert hin. Soll er sich an, weiß ich nicht, eine Gaslampe setzen oder so. Aber die ist bestimmt auch schädlich, weil das Gas, das Unverbrannte, man weiß ja nicht. Vielleicht steht da was in der Bild zu. Wie, die hat deine Meinung. Aber auch schön ist immer, ich glaube, Zentrum der Gesundheit, die haben ja auch so einen kleinen Feldzug gegen Stampfen am Laufen. Ja. Das Zentrum. Und woher das eher getrieben wird, das hat der Vaping Metalhead gerade geschrieben, Tabak- und Pharma-Lobby, wobei da die Tabak-Lobby mittlerweile, glaube ich, noch der kleinere Gegner ist, unter anderem aufgrund von Produkten wie sowas hier, eine IQOS Mesh, einem reinen Liquid-Verdampfer von einer der größten Tabakfirmen, Philip Morris, dass da wirklich eher die großen Gegner oder denen gerade die Fälle wegschwimmen, ist die Pharma-Lobby mit ihren Nikotinersatzprodukten. Ja. Sei es eine Nikorette, ein Nikotinpflaster-Spray, schieß mich tot, ist alles bei weitem nicht so erfolgreich, sage ich jetzt mal, oder so hilfreich für die Leute wie eine E-Zigarette. Weil es eben nicht nur diese Nikotinsucht befriedigt, die ja auch nochmal umstritten ist, ob Nikotin überhaupt süchtig macht oder ob es mehr dieses Ritualverhalten ist des Inhalierens, das was in der Hand, was im Mund haben, das Haptische, das, er sagt, das Orale, was halt eben befriedigt werden möchte. ich merke gerade, der kleine Christian, mir kommt gerade wieder durch. Bei so einem serious Thema eigentlich. Und dass da wirklich eher der große Gegenwind herkommt. Das war unter anderem beim Simon, ich komme gerade nicht mehr darauf, wie der Herr Doktor hieß, der nachweislich auf der einen oder anderen Gehaltsliste der Pharma-Lobby stand, da dann natürlich ganz fachlich genaue Studien und Expertisen hatte zum Thema Dampfen und wie schlimm das ja alles ist. Und wenn man das als unbedachter Zuschauer sieht, denkt man, oh, das, guck mal, der hat einen weißen Kittel an, der muss ja die Wahrheit sagen. Ja, so ist es.
Es ist nur ein Bruchteil der Leute, die sich wirklich damit beschäftigen. Und das ist halt eben das Problem. Jetzt ziehe ich mir auch einen weißen Kittel an. Was mir jetzt mal interessiert, das sind eigentlich die Nikotinersatzprodukte, die Flaschen und das Ganze. Das gibt es da auch Begrenzung mit 20 Milligramm oder ist da der Gehalt höher? Eine gute Frage, JD. Würde mich auch gerne interessieren. Weil ich bin der Meinung, wenn du das über Pflaster mit der Haut aufnimmst, da ist 20 Milligramm ja nichts. Ich denke mal, das ist halt wirklich es ist kein Dampfprodukt, kein Zigaretten, kein Tabakprodukt im eigentlichen Sinne, sondern eher therapeutisch oder medikamentös, dass da ganz andere Grenzwerte gelten. Ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne es genauer zu wissen. Und das, ich weiß aber es vielleicht auch, weiß es ja jemand im Chat, vielleicht kommt ja die Antwort. Genau, und dazu auch direkt die Frage in den Chat. Da bin ich mir nämlich gerade wirklich nicht sicher. Sind Nikotinkaugummis ab 18? Gute Frage. Auch interessante Frage. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Micha schreibt gerade, da gibt es nicht mal eine gesetzliche Altersbegrenzung. Also vermutlich galt das jetzt erstmal noch den Pflastern. Aber ich kann mir das auch für die Kaugummis vorstellen. Ich wollte noch ganz kurz... Hätte mich jetzt einfach mal so interessiert. Der Dampferlott.tv hat da auch noch ganz kurz schön geschrieben. Der Nachteil für Nichtdampfer ist, dass man den Dampf viel eher wahrnimmt als den Rauch einer Zigarette rein optisch. Definitiv. Also wenn die dann sehen, dass dann einfach mal so eine Wolke daraus kommt, dann sind die natürlich viel mehr, ja, ich sag mal, verängstigt, als wenn man so eine Zigarette einfach so... Dann kommt so ein Schnupel raus. Das Witzige ist halt, die Zigarette, die stinkt, da bleiben die Leute standen. Bei uns kommt oft ein sehr leckerer Duft raus und die Leute laufen davon. Da tritt aber zum Teil der Effekt ein, den der Simon in einem seiner letzten Videos, das war mit dem Rundfunkstaatsvertrag den Arsch abgewischt, erklärt hatte, der Nocebo-Effekt. Also das Gegenteil eines Placebo-Effekts, bei dem du ja daran glaubst, dass das, was du zu dir nimmst, dir hilft, ist der Nocebo-Effekt das Gegenteil. Das, was du oder dem du ausgesetzt bist, schadet dir, daran glaubst du. Und dadurch, dass die Leute halt Bild und wie die ganzen Publikationen heißen mögen, allen glauben, die sagen, Dampfen ist viel schädlicher als Rauchen, glauben die dann auch, dass ja aufgrund der schieren Menge des Dampfs natürlich es was Schlechtes sein muss, fangen dann gerne an zu husten oder bilden sich Kopfschmerzen ein, etc., etc., etc. Also da ist schon auch die Psyche ein Stück weit eine starke Triebfeder. Ja, aber dann muss ich mich halt mit anderen Leuten abgeben. Ja, also, ne? Ja. Es ist einfach so. Das ist, Ui, da ist gerade was stehen geblieben. Was ist stehen geblieben? Ist stehen geblieben, aber ich finde das ein sehr schönes Standbild. Ja. Schön nachdenklich, Dann geh mal schnell aus dem Call raus und komm wieder rein. Oder Kamera ausschalten wieder an. Sollte auch funktionieren. Oder so. Ja. Aber der Finger im Mund sieht schon gut aus. Ja. Raphael hat einen Screenshot gemacht, ich hab's gesehen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Was haben wir denn hier noch alles? Wahrscheinlich wird er das Bild genau nicht aufnehmen. Dampfbossi, bist du noch hier? Nee, ich glaube, er ist gerade rausgepurzelt. Und nein, er hat es nicht mit aufgenommen, aber doch, es ist in JDs Bild mit drin. Ich probiere es auch nochmal. Kann das sein, dass wir übrigens den Translator-Bot wieder drin haben, weil der wollte gerade rum, es sind zu viele Leute im Anruf. Ja, aber ich hatte... Ja, das ist aber wurscht. Der fliegt gleich wieder raus. Das ist gut. Gerade. Ja, jetzt hat das war jetzt gerade der Combo Breaker. Guten Abend, David Schneider. Servus, David. Ah, moin. Moin. Und gutes neues Jahr auch an dich. Stimmt. Das stimmt natürlich. Die Namenszuordnung überhaupt gerne mehr. War alles Ausblender. Wo wir jetzt hier gerade den Combo Breaker hatten. In Form eines in dahin schwindenden Possis. Wir könnten jetzt, glaube ich, auch noch eine Stunde weiter über das Thema philosophieren. Können wir auch gerne machen, wenn es die Leute noch weiter interessiert. Hat denn vielleicht noch jemand was anderes?
Du nimmst das kurz auf. Mal ganz kurz AFK. Ja, dann. Didi möchte auch noch gehen, Tristan und die machen das schon. So, unser Stream ist offline. Der Stream ist offline und jetzt ist er wieder online. Alles schicki. Okay. Alles schicki. Ach, und guck mal, da ist der Bossi doch schon wieder. Irgendwie war mein Internet gerade zusammengebrochen. Ja, passiert. Ja, Gott sei Dank streame ich nicht. Okay. Oh Mann. Jetzt klappt's wieder. Was habe ich verpasst? Alex, du warst der Combo-Breaker. Ja. Weiß nicht, wir haben gerade überlegt, hast du ansonsten noch vielleicht was zu dem Thema? Weil ich glaube, wir könnten jetzt hier noch lange drüber schwadronieren und uns über diverse Publikationen aufregen. Nee, alles gut. Abschließend kann man vielleicht sagen, wir müssen mal schauen, ob wir irgendwann an dem Punkt sind, wo England mittlerweile ist. Das war wirklich, dass das Dampfen so nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in den Köpfen der Politik und des Gesundheitswesens so weit angekommen ist, dass sie sagen, hey, Harm Reduction ist gar nicht so schlecht. Ja. Und da müssen wir einfach hinkommen und da müssen wir gucken, dass wir da alle irgendwie dran arbeiten, in denen wir, soweit es geht, vielleicht Rücksicht nehmen auf die Leute, die jetzt noch, ich sag mal, negativ dem Ganzen gestimmt sind. Man muss den Leuten nicht mit Riesenwolken entgegentreten, wenn sie sich dadurch gestört fühlen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Man kann immer ein bisschen Rücksicht nehmen und einfach mal abwarten, dem, was da kommt. Ja, und ansonsten hatte ich gerade eine Frage gesehen. Nachfolgsprobleme beim Vapor Giant Extreme. Was dann du? Was denn? Jemals gehabt, meinst du? Ja. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe den Extreme ja auch mit den nicht entkernten Dochten. Noch nie eigentlich, ehrlich gesagt. Okay, ich habe es mal gehabt, dass die Wicklung wirklich oben an den, ich sag mal so die äußersten Fasern, dass die so ein bisschen weiß werden, aber so richtig Nachflussprobleme. Wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich kann es ja mal zeigen. Die Wicklung, die ist jetzt auch nicht neu. Die hat, ich weiß es nicht, so viel Elfenwasser schon durch. Ne? Und also ist auch nicht mehr die frischste. Und ich habe hier ziemlich fette Coils mit ziemlich, na, wo bin ich denn? Da bin ich mittig. Mit ziemlich viel Leistung, also mit 90 bis 100 Watt, je nachdem. Und die ist eigentlich klatschnass. Wichtig ist eigentlich nur, dass man die Watte nicht zu kurz abschneidet, nicht zu lang lässt, sondern so, dass sie in so einem leichten Bogen vielleicht mit den Faserenden vollständig die Dochte legt. Ich habe das immer so weit, dass die sich im Endeffekt, wenn ich es umlege, dass die so sich in der Mitte treffen, die Spitzen, sage ich jetzt mal. Und ja, bis dato eigentlich noch keine Probleme gehabt. Das fand ich habe ihn allerdings, muss ich ehrlich sagen, auch noch nie komplett leer gedampft. Also wenn ich sehe, dass ich hier unten an dem Level angekommen bin, dass ich sehe, oh, da ist nicht mehr viel drin, dann setze ich die Flasche halt einmal eben schnell an, dann ist das Ding wieder voll. Ich habe jetzt gerade so genau hingeschaut. Tust du eigentlich die Coil ziemlich weit runter, dass unterm Coil keine Luft durch kann zwischen Watte und Coil, oder tust du da ein Luftloch dazwischen? Ich habe es relativ hoch und schaue auch eigentlich immer, dass ich die Watte so ein bisschen da runter, ja, es ist kein Drücken, okay, sondern mehr so ein bisschen vorsichtig sanft runterlegen. Also man sollte allgemein bei Top-Coilern, gilt für ein Corona, gilt für ein Vapor Giant, die Watte nicht Press unten auf die Dochte packen, sondern auflegen und ich sag mal mit der Pinzette so ein bisschen tück, 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 so ein bisschen drauflegen halt einfach, nicht verpressen. Sanft, aber bestimmt. Weil da hat jetzt der Dampfti das erst ein Wickelvideo gemacht mit dem Chef von Eroltech, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Und der hat den Corona gewickelt und die Watte ist praktisch zwischen Coil und Ding ist zu, da ist kein Luftloch dazwischen. Ja, das finde ich ein bisschen, also ich habe die Erfahrung gemacht, kenne ich auch, dass die Leute dann gerade in der großen Tröpflerzeit wirklich die Wannen unten einfach vollgestopft haben mit Watte und dass dann auch die Watte, also die Wicklung selber noch auf so einem Wattebett lag. Ja. Fand ich immer sehr kontraproduktiv, einfach aus dem Grund, weil die Luft halt nicht perfekt die ganze Wicklung umströmen kann. Und natürlich bin ich auch so ein Mensch, der dann einfach sagt, Leute, das ist ein Tröpfler.
der muss nicht mit Watte vollgepackt werden. Der muss keine 3 Milliliter fassen oder sowas. Es ist ein Tröpfler. Ne? Ja. Was muss ein Tröpfler können? Ich habe es früher auch gemacht und dann hast du da, was weiß ich, ein gefühltes halbes Schaf unten reingestopft, ne? Weil du sagst so, der muss mir mindestens, weiß ich nicht, 100 Züge muss der haben, bis der anfängt leicht den Geschmack zu verändern. Also bis er anfängt trocken zu werden, was totaler Schwachsinn ist dafür. Es ist ein Tröpfler. Das ist, ne? Aber der manchmal ist weniger. Drei, vier Mal ziehen und dann wird nachgetröpfelt. Der hat ist jetzt aber das im Prinzip beim Corona so erklärt, die Luft kann nicht unter durchströmen, ist zu und somit wird die Verdampferkammer im Prinzip reduziert und der Geschmack wird intensiver. Ja gut, ich kann die Verdampferkammer auch von innen mit Isoband auskleiden, da wird sie auch kleiner. Ja, ich hab's eigentlich bei dem ähnlich gemacht. Ich habe die von der Höhe her so, dass dieses Airflow-Dreieck, warte, ich zeig's gleich mal auf dem Silbern, dann sieht man es besser. Ja. Dieses Airflow-Dreieck genau so sitzt, dass es mittig gegen die Coil strömt. Damit kannst du sowohl über der Coil als auch unter der Coil durch. Und dann habe ich hier drunter, guck mal, ich kann sogar durchgucken so ein bisschen. Na, ja. Ist mein Auge. Mhm, hört ja. Es nicht. Ich krieg's nicht hin, man sieht meine Nase. Egal. dass da eben ein bisschen Luft drunter durch ist und damit habe ich sowohl über der Coil die Luft, Moment, so rum, über der Coil die Luft, als auch unten drunter durch und dann zwischen den Pfosten wieder hoch. Genau. Und das funktioniert für mich wunderbar. Habe ich auch genauso. Ja, weil ansonsten habe ich ja auch in diesem Wattebett, wo es ansonsten drauf liegt, wenn ich sie unten drunter komplett voll klatsche, habe ich eine heiße Wicklung liegen, die praktisch keinen Sinn mehr macht. Ja, das Blöde ist auch einfach, dann liegt diese heiße Wicklung auf diesem Wattebett und dampft, sage ich jetzt mal, noch etwas nach und haut dir im Worst Case die Watte darunter etwas trocken und dann fängt es leicht an zu kokeln. Und es gibt halt diverse Watten oder Wattearten, die dann diesen kokeligen Geschmack einfach beibehalten. Und dann hat man auch teilweise diesen brandigen Geschmack im Mund, ne? Ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man hier wirklich ein Riot hinkriegt beim Vapor Giant, ist, gut, vielleicht wenn man ihn ganz leer dampft, ob er die letzten Tropfen rauskriegt, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Gut, sagst du, geht. Einfach nicht zu viel Watte da unten rein und nicht stopfen. Einfach mal ausprobieren. Gut, damit haben wir jetzt gleich auch direkt mal ein Watte verlegte Tutorial für alle Topcoiler gemacht. Ja. Vielen Dank an David, der gerade genau. Hier uns alle lobt. Muss wollte ich gerade fragen. Weitergeben, hier auch an die gesamte Runde. Ja. David Schneider, einmal kurz vorgelesen. Jungs, muss mal loben, ihr macht echt einen guten Job hier und ihr habt die 180 Zuschauer mehr als verdient. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. Freut uns, wenn es gefällt. Absolut. Handherz, machen wir es? Ja. Ja gut, okay, komm, los. Oh. Ach, das Jahrwasser ist das beste, Kinder. Ja. Haben wir noch ein Thema? Ich habe noch 10 Minuten. 5 Minutes to bedtime, boys. Let's wrap it up. Ja, genau. Nein, ich habe Besuch tatsächlich, tolles Haus und ich habe die jetzt alle im Wohnzimmer verfrachtet und eben ein paar Mal hier rüber gelaufen und habe gesagt, raus hier, ich muss wieder hoch, bitte. Du bist ja auch ein harter Kerl, ne? Oh ja. Warte mal kurz, ich mache mal ganz kurz mit meinen Internetfreunden was besprechen. 4 Stunden später, so, fertig, ihr könnt jetzt gehen, ich bin müde. Am Sonntag habe ich Video dann im Gästezimmer gedreht, habe gesagt, komm, bleib in der Küche, ich nehme den Computer mit. Also, wie, du hast deinen ganzen Computer abgebaut und im anderen Zimmer aufgebaut. Nee, ich mache das mit dem Laptop, JD. Okay. Geht dann einfacher. Naja, das passt schon. Stellst du das gerade bildlich vor, ich weiß. Nee, ich lese gerade von David Schneider den Kommentar. Ich kann auch anders, das solltet ihr am besten wissen. Und du hast Schwubben gelesen, richtig? Schwubben. Ja. Ich wollte es jetzt extra nicht vorlesen. Was sind denn Schwubben? Schwubben halt. Ich kenne es auch unter Schmuggele. Schmuggele? Ja, nee. Ja, aber nee.
Ihr schwuppen halt. Ja. Nur Tristan und ich. Das ist absolut korrekt. Das macht bestimmt den Kaffeespawner traurig. Ja. Ich weiß mal, nicht, mal gucken, ob er gleich kommt. Ja, ich glaube, mittlerweile ist bei mir die Ehe nur noch Tarnung. Damit ich meine richtige Beziehung einfach nur verdecken kann. So läuft das. Halt. Ich glaube gar nicht, wie schwierig das ist, wenn. Nein, warte. Was möchtest du sagen? Nein, sag es bitte, dass es alle hören können, ja? Ja. Sonst lese ich es vor den Zettel. Es war, hau raus. Nein, alles gut. Nein, so wie jetzt der Lehrer hier. Lies es bitte vor, sodass es alle hören. Ach so, ja. Einfach mal kurz Thema hart gewechselt. Gerne. Hab mal gelesen, dass der Großteil der Dampfer langhaarige, dicke Metalheads sind. Wie sieht das denn hier aus? Also, ich bin einer davon. Langhaarig und dick. Läuft bei dir. Schreibt Kaku. Also langhaarig, nein, aber ein Beichlehrer ist schon. Also dick würde ich jetzt nicht sagen. Langhaarig und bärtig stimmt. Du hast eine Wohlstandsplauze. Ja, also ich sag mal so, ich mache kein Geheimnis draus. Ich habe eigentlich für meine 1,94 bin ich mit 100 Kilo eigentlich ist in Ordnung. Geht klar. Vielleicht sind es nach Weihnachten jetzt 102, ich weiß es nicht. Der ganze Sauerbraten. Liebe. Ja. Aber Metalhead, das kommt ungefähr hin. Also zumindest schlägt mein Herz noch für Metal, eigentlich. Noch und eigentlich haben mich gerade gestört. Ja, ich bin weich geworden. Ja gut, ich meine, ich sag mal so, der Bud Spencer Remix, da könnte man ja auf jeden Fall mal schwach werden. Ne? Ja, das ist Format C, das ist wieder was anderes. Oh ja. Ja. Also für alle, die mal gerade wieder einen blöden RTL oder Bild Artikel gelesen haben und das einmal aus ihrem Kopf formatieren sollen, einfach mal bei YouTube eingeben. Ja, wie heißt es? Wir können auch einfach hier stumpf den Link reinposten. Wir haben Modrechte. Yes! Wir haben Modrechte. Das war ein Fehler von dir, JD. Ja. Ich musste aber gerade lachen wegen dem Kommentar von Tanja H. Haben noch keinen Bart vom Dampfen. Also, das enthält zumindest scheinbar keine männlichen Hormone. Keine Ahnung, das Klischee, denke ich, ist doch eh. Also, dann müsstet ihr alle Raucher letztendlich auch Metalheader und dick sein. Also, weil die Raucher, das sind ja eigentlich letztendlich die, wo zum Dampfer umsteigen und die glauben, dass nur eine gewisse Gruppierung umsteigt. Also, ich habe definitiv keine langen Haare, aber für mein Gewicht bin ich definitiv zu klein. Der Morph, ja, das so Mittel geht's ist mir mit auch. Wolfgangs Haaren abgehauen. Sie sind zusammen durchgebrannt. Richtig gut. Also ungefähr zu der Zeit, als ich nicht mehr rein Rock und Metal gehört hatte, habe ich auch begonnen, Haare zu verlieren. Da könnte was dran sein. Ja, ja. Also probier mal die Musikrichtung um zum Steller, hör wieder Metal, vielleicht kommen die Haare zurück. Muss. Also wenn das nicht hilft, was dann? Alpizin tut nicht das, was es soll. Also. Naja, ich kriege ja für meine Videos, die ich mache auf Messen, wenn ich die Musik hinterlege, ja oft Kritik daher. Und nicht immer positive. Für die Musikrichtung. Aber mein Gott, ist halt Geschmackssache. Das ist mir ziemlich. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Du machst das einfach so laut, dass du die anderen gar nicht mehr hörst. Auch gut. Ja. Ist, David Schneider, ich stehe da drüber. Sowieso laut sein. Ja. Und der war zugegeben verdammt lustig. Ja. Wenn ihr das, was ihr heute alles gehört habt, vergessen wollt, dann einfach nach dem Stream einmal die anderthalb Minuten oder wie lang es dauert, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, 3 reinziehen. Ja, 2 Minuten 17. Danach ist euer Gehirn wieder komplett leer. Ich habe jetzt schon drauf geklickt, es tut mir leid. Ja, und nicht von den ersten 30 Sekunden abschrecken lassen, danach wird es richtig dumm. Also, wenn euch die ersten 30 Sekunden noch nicht verjagt haben, dann die letzten 1 Minute 30. Den Deadlift schreibt, das sind schon 100 Kilo, alle Kämpflinge. Kennt einer den Deadlift? Nee, du?
Ich kenne Detlef. Ganz liebe Grüße in den Norden, Detlef. Wir beide wollten noch Trikottausch machen. Denkt rein. Dann Grüße an Detlef. Und eine Frage mal an die Tanja. Die schreibt nämlich, meine Nachbarn hören immer gute Musik, ob sie wollen oder nicht. Was hören sie denn? Gute Musik. Das ist ja alles Interpretationssache. Manche finden auch Helene Fischer gut. Also mit Ton. Also die Nachbarn von der Tanja hören gute Musik, ob sie es wollen oder nicht. Ja. Dann hört ja die Tanja zu laut Musik. Morpheus, Entschuldigung, alles easy. Also ich lache ja selber und mache da auch meine Gags. Also alles gut. Ganz kurz Info. Ich habe Intel von HQ. Sie schreibt, ich spawne nie wieder. Das war's. Okay. Ach, cool. Das heißt für dich einen Espresso jetzt. Zum CEO ins Zimmer. Geil. Also mit. Ja. Super. Ja. Richtig gut. Aber ich treue Zuschauerin, finde ich gut. Ja. Ich finde das gut. Ich spawne nie wieder. Kaffee oder? Ja, ich denke, ich habe es bewusst nicht aufgegriffen, Tristan. Das bietet schon wieder Gesprächsstoff und Diskussionsstoff. Ja, aber alles gut. Die Frage muss auch gestellt werden. Ich fühle mich da immer so verpflichtet. Ach so. Ach so, ja. Ich fühle mich da immer so verpflichtet. Der Feind. Das ist geil. Ja, und Raphael hat sein verklüngelt auf seinem Müllschreibtisch. Ich sehe nämlich seine suchenden Blicke. Ja, ich dachte es mir halt auch. Der liegt bestimmt neben dem Emmet MTL. Ja, und oder auch nicht. Schön, schön. Ja, aber mal was ganz anderes, Leute. Habt ihr denn noch Themen da draußen? Ich meine, es sind 166 Zuschauer. Stand jetzt irgendeine Frage oder ein Thema, das wir hier ausdiskutieren können, müsst ihr doch noch haben. Sagen, wir könnten weiter Helene Fischer, genau, Fischer und Haarwuchs und Bartwuchs durch Dampfen oder Metal diskutieren. Wenn ihr das möchtet, machen wir das gerne. Aber eventuell schaffen wir es sogar noch, ein Thema aufzugreifen. Der Gopnik-Hartbass, ey, das ist super geil. Oder eure Themen. Ich hätte auch gesagt, wir kriegen auch noch eine Stunde sinnlos rum, aber da ist kein Mittel. Aber was mich jetzt mal interessieren wird, in meinem Stream hier schon 2 Stunden. Warum hätten wir eigentlich alle den HWV? Durch was wird es ausgelöst? Keine Ahnung. Frage, meinst du jetzt den schwäbischen HWV oder den allgemeinen? Allgemeinen. Den schwäbischen gibt's nicht. Okay. Also mir 5 hier und denke mal, der Großteil vom Chat, die kaufen sich jeden Scheiß. Warum? Also ich muss zugeben, als ich anfing, da hat mich auch sehr, sehr vieles interessiert, weil ich habe ja dann auch YouTube-Videos geguckt und hier gelesen, da gelesen, da wollte man halt vieles ausprobieren. Ich gebe aber zu, dass ich seit ungefähr 200 Monaten nur noch gezielt kaufe, also den HWV nicht mehr verfallen bin, Gott sei Dank. Mal gucken, wie lange es hält. Nicht sehr lang. Ja, also man hat irgendwann so viel, gerade erst was Liquids angeht. Ich habe jetzt Zeug, ich könnte 2 Jahre dampfen, ohne neu zu kaufen, da hätte ich den halben Schrank immer noch voll. Pass mal auf, warte. Oh nee, komm jetzt. Achso. Okay. Also mit Liquids bin ich voll und ganz bei dir. Okay. Da ist bei mir kein HWV mehr da eigentlich. So gut wie keiner. Aber Hardware ist es echt so. Das Thema, die komplette Thematik gefällt mir einfach. Dampfen an sich, der komplette Background. Und wenn dann irgendein Verdampfer eine neue Art und Weise hat, irgendwas anders zu machen als andere, dann finde ich das gut. Oder wenn er auch nur vielleicht gut auf einen Akkuträger passt. Und nicht zuletzt, es ist ein YouTube-Kanal. Man muss ja auch neues Zeug bringen oder neuen Content liefern, auch wenn das Zeug nicht unbedingt immer neu ist. Das ist die Ausrede, was sie auch immer bringen. Wenn ihr irgendwo was bestellt, dann ist die Ausrede immer, ich kann es auf meinem Kanal vorstellen. Aber ich vermute mal, wenn ihr jetzt keinen Kanal hättet, würde ich auch mehr kaufen, als was ich brauche. Und die, wo hier im Chat sind, ich glaube, denen geht es zum Großteil genauso. Man hört irgendwo was. Also
Wer kauft sich die Brunhilde nicht? Ja, habe ich heute gelesen, jemand kauft ihn tatsächlich nicht. Und das war sehr, sehr entschieden geschrieben. Ja, ich weiß aber nicht, wer das war. Der lässt sich den schenken. Das ist genau so das. Es gibt was Neues, das ist in Nuance vielleicht besser oder anders oder wie auch immer, aber trotzdem, der Großteil kauft sie sich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit Dampfen, da war natürlich alles neu, alles bunt und gerade in der Zeit ging die Entwicklung ja voll durch die Decke und da musste man natürlich immer alles haben. Zwischendurch war mal so ein bisschen, ja, was heißt Ruhe? Es war weniger. Und komischerweise, ja, ich spreche das jetzt einfach aus, seit ich den Raphael kenne, ist es wieder voll nach oben gegangen. Rafa, du bist schuld. Ja, auch generell. Es ist einfach so. Wer von euch beide hält sich mehr in dem Dampferlade auf? Das kann man jetzt gar nicht so sagen, weil wir wohnen da halt immer so 1-2 Stunden nach der Arbeit. Das ist halt einfach normal. Ist halt unser zweites Wohnzimmer. Oder meinst du jetzt generell die Zeit, wer am längsten dort verbracht hat? Ja, wer verbringt mehr Zeit jetzt aktuell da drin? Alle beide. Ja, wir beide. Das sich nix. Wir gehen ja arbeiten mit dem Ziel, später uns dort zu treffen. Richtig. Ja. Man kauft ja auch nicht immer, was man im Laden ist. Und ich glaube, in den seltensten Fällen wird es bei den meisten Leuten so sein, wodurch der HBV ausgelöst wird, dass sie jetzt spontan irgendwas im Laden sehen und sagen, weil es der Händler jetzt gerade so angepriesen hat, das musst du dir kaufen, sondern ich glaube, es ging mehr so um warum oder wie passiert es, dass gewisse Produkte so gehypt werden, wie jetzt beispielsweise die Brunhilde. Die Brunhilde hat unter anderem durch die ganze Geheimniskrämerei, die da am Anfang durch betrieben worden ist, einen wahnsinnigen Hype ausgelöst. Wenn das dann gerade noch, jetzt hier in Deutschland auf jeden Fall, Produkt aus Deutschland von einem sehr sympathischen, meinem Empfinden zumindest nach, YouTuber in Verbindung mit noch 102 anderen aus der Szene, ne? Also sprich die 103. Und klar, davon werden die Leute angesteckt, wie wir auch hier alle. Oder wenn das neue Hype-Produkt rauskommt, was jetzt wieder jeder YouTuber vorstellt, ist klar, ne? Die Leute denken sich, boah, der sagt, das ist geil, ich mag den, der ist sympathisch, ich habe schon mal was gekauft, was der für gut befunden hat und fand das super, warum nicht auch das? Und man muss bei uns beiden sowieso noch dazu sagen, der Markus kann schon echt gut verkaufen. Ja, der Markus ist echt ein guter Verkäufer, das stimmt. Ja. Ja, manchen liegt es im Blut. Sehr. Das ist. Ja. Ja. Das der verkauft kann er einfach. Sand. Also, Markus, wenn du noch im Chat bist, das war ein Lob an dich. Ja, ja, ich sage, es ist wirklich so. Also, aber ich habe mal einen Müll an. Also, es ist jetzt nicht so nach dem Motto, das ist noch da, das muss weg. Sondern er verkauft das. Der Markus selber ist Verkäufer dort oder gehören ihm die Läden? Nein, ist Verkäufer. Verkäufer. Also, verdammt, ich habe es oft beobachtet und das finde ich, das ist einfach ein wahnsinniges Talent. Wie soll ich sagen? Die Kunden kaufen einfach irgendein Zeug. Markus dreht sich um. Das Ding, das ist toll. Ich glaube, das benutze ich jetzt. Er benutzt es einfach und die Leute kaufen es. Das ist Wahnsinn, weil er es benutzt. Er hat einfach schon den Punkt, er benutzt es und die Leute kaufen es. Das ist Wahnsinn. Natürlich, klar, auch das Anpreisen spielt natürlich eine große Rolle, aber es ist meistens wirklich immer so. Wirklich, er zieht dann ein Produkt aus dem Regal und das passt einfach. Also in, ich sag mal... Talent. Er hat einfach Talent dafür. Ja, in 85% der Fälle. Ja. Einfach ein Gespür dafür und die Leute, die in den Laden gehen, die nicht das erste Mal da sind, die wissen auch einfach und das strahlt er auch einfach aus, der Mann weiß, was er da macht. Und wenn der das benutzt, dann kann das kein Schrott sein. Wie gesagt, was ja. Der Markus niemals machen würde, was man leider in vielen Dampferläden auch hat,
Dann kommen Leute rein, die vielleicht unerfahren sind, brauchen ihr Einsteigergerät und hier, guck mal, nimmst du hier geiles Mock TFV, schieß mich tot, weil es schön viel Liquid rausballert und der Laden damit noch ein bisschen mehr Umsatz machen kann, sondern er nimmt auch wirklich das, was dann zu dem Menschen passt und das ist auch eigentlich, ja, ich finde das, was wichtig ist in einem Dampferladen, gerade bei der Erstberatung. Und würde niemals irgendwem was andrehen, wo er weiß, da wird er nicht mit glücklich. Weil was bringt dir der, oder allgemein jedem, was bringt es dir, wenn der Kunde einmal kommt, lässt viel Geld da und kommt nie wieder? Oder wenn der über Jahre hinweg zum Stammkunden wird? Ja, ist natürlich gut, dass wir jetzt die ganze Zeit hier den Markus hier so bauchpinseln. Der, ne? Wird, der wird schon rot. Ich immer so, als ob der Rest der Mannschaft einfach nur blöd mit dem Finger in der Nase hinter der Theke steht. Sie machen es wirklich, also ich sag mal so, sie machen es wirklich alle gut, nur wie gesagt, der Markus hat einfach das Talent, das auch teilweise das Zwischenmenschliche, dass es halt immer passt, sage ich jetzt mal. Ne? Ihr fragt einer, welcher Markus, welcher Laden? Ist doch Dampfmal, ne? Für einen Laden dürfen wir doch eigentlich Werbung machen, haben wir gesagt, oder? Ja. Wir arbeiten ja nicht da. Also wenn man was empfiehlt, weiß nicht, also Gesetzeslage ist natürlich scheiße, aber ich würde sagen, das kann man hier schon sagen, warum heute. Ist ja eine Empfehlung. Wir kriegen da kein Geld dafür. Jo. Ja. Also, genau, es ist wirklich bei Dampfmal. Aber es wurde auch, glaube ich, schon im Chat geschrieben. Hm. Ja. Rating oder Felbert? Ja, mein Bruder konnte Bubble wieder nicht halten, der hat es da reingehauen. Ist der in Rating oder in Felbert? In Rating. In Rating. Haben wir gerade noch, sind wir noch an dem Thema dran? Sonst habe ich vorhin was eine Frage gesehen und aufgeschnappt, ob wir die Tesla Nano 120 kennen, beziehungsweise was wir davon halten. Und ich kenne da jemanden, der sie gerade in der Hand hatte. Ja. Schönes Produkt, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist von der Leistungsangabe mit 2 Akkus realistisch, was nicht viele Akkuträger sind, und sagt 2 Akkus maximal 120 Watt. Das kriegen sie auf jeden Fall hin. Und ja, schönes, schweres Teil. Jetzt nach knapp anderthalb Jahren habe ich es ab und zu mal, dass bei jedem 20. Drücken der Taster nicht so ganz will. Ich weiß es nicht, vielleicht ist mal ein bisschen was eingelaufen oder so. Aber ich finde es für ein Gerät, was jetzt nicht ganz so hochpreisig ist, ist ein guter Schnitt. Und ich schleppe die, also am Anfang war es täglich und mittlerweile ist es jeden zweiten Tag noch in Benutzung. Wollte ich gerade sagen. Solides Ding, auf jeden Fall. Wie viele Klicks hat die schon weg? Viele. Ja, viele. Dann darf also, das auch mal passieren. Ja. Also dieses Heavy Metal, ich kenne sie von Christian auch. Ja. Das Design ist in meinen Augen relativ zeitlos, ein bisschen Steampunk angehaucht. Du kriegst halt nicht die dicksten Verdampfer drauf, aber muss ja auch nicht sein. Bis 25. Schönes Durchschnittsmaß eigentlich. Ja, funktioniert. Du grabbelst nicht irgendwie einen Lack ab, gefühlt. Das Ding ist geil. Also definitiv kein schlechter Akkuträger und ich glaube, der wird auch heute noch ganz gut verkauft. Tanja, gute Nacht. Mit Sicherheit, ja. Jetzt muss ich sagen, bei uns jetzt eher weniger, aber ja, doch. Solis also, Gerät. Ich habe es auch ehrlich gesagt. Ich habe es gar nicht. So gar nicht. Die hat mich auch gar nicht so angefixt, bin ich auch ganz ehrlich. Ich hatte nichts Passendes dafür, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde sie schick. Okay. Das ist immer dieses, ich möchte einen Akkuträger haben. Ah nein, ich habe nichts Passendes. Naja, dann nicht. Ich habe aber auch allgemein relativ wenig Akkuträger, muss ich sagen. Also deutlich mehr Verdampfer als Akkuträger. Mhm. Ich bin ja auch kein Dampfwolke, der für jeden Verdampfer zumindest eine Tube haben möchte. Gefühlt, wenn man seine Videos kennt, das kommt ziemlich gut hin. Ja, aber auch da möchte ich ein bisschen mehr aufstocken. Ja, aber das haben wir in der Gruppe hier ja generell nicht, ne, Markus? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch wieder letztens bemängelt, weil Entschuldigung,
Das war auch wieder so geil. Der ist eingezogen und ich habe ihn gesehen. Ich denke, aber du, eigentlich wolltest du doch Träger haben. Also ich habe ihn quasi schon zu Hause und sitze da und denke so, du wolltest doch eigentlich Träger haben, weil wenn ich so, es sind so viele Verdampfer, die hier stehen. Alleine ist, glaube ich, geschätzt, wenn ich jetzt einfach mal so gucke, es sind allein schon mindestens 15 Tröpfler. Und gefühlt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 Träger. 18, Entschuldigung. Ja. So viel dazu. Ich sollte mir das nächste Mal wirklich vornehmen, einfach mal ein paar Träger zu kaufen. Definitiv. Nach die Spike-Tattoo. Auch wenn wir es in der letzten Woche schon hatten, aber vielleicht nochmal für alle, die nicht dabei waren. José Raul, das Syndikat, hat gerade noch einen Themenvorschlag reingebracht. Meine drei Lieblingsdampfprodukte 2018. Was haltet ihr davon? So, das ist ja sehr allgemein. Also das muss ja nicht unbedingt nur ein Verdampfer, Liquid oder sonst was. Da so eine kleine Top 3 ist sicherlich, ja, nochmal kurz drüber gehuscht. Ja. Wollen wir? Ja, können wir machen. Wer möchte zuerst? Ich guck schnell rüber. Ja. Also die man gerne benutzt oder die man sich jetzt 2018 angeschafft hat? Nee, was für dich einfach so 2018 ja. An Neuerscheinungen. Oder ja, an Neuerscheinungen oder dem, was du so hattest. Was ich halt viel benutzt habe. Ja. Was war dein Highlight 2018? Davon drei Produkte. Die Lost Vape Origin war so ein Highlight für mich. Die Lost Vape Origin, ja, weiß ich nicht. Zählen alte Träger auch? Ich habe ja Altes wieder neu gefunden für mich. Ja, alles das. Ja. Deine persönliche Referenz, nicht das, was man so auf dem Markt kommt. Okay, dann ist es die Lost Vape Origin, die Enigma von Steampipes, die ich ja wieder für mich gefunden habe, und eigentlich die SX Mini, wo normalerweise mein Corona V8 drauf sitzt. Jo. Ja, wisst ihr auch schon. Ansonsten, für mich war dieses Jahr ein Highlight, ist auch dieses Jahr herausgekommen, an Liquids war auf jeden Fall das Dark Menthol von Tom Clarks. Wie alle Tom Clarks Liquids was ganz Besonderes, aber das hat es auch wirklich geschafft, dass ich es mir weiter nachgekauft habe. So, wenn, also ich habe es nicht täglich gedampft, aber wenn es leer war, dann hatte ich mir auch wieder eine neue Flasche besorgt. So. Für zwischendurch immer mal super. Und ansonsten, ja, es ist jetzt kein Gerät aus 2018 in dem Sinne. Die Boxen gibt es schon länger. Aber in Verbindung mit dem Chip, der neu ist, der DNA 250C-Chip auf meinem Kellermod. Die Nummer 3 hätte ich jetzt gesagt, auch nicht unbedingt 2018, aber war für mich persönlich meine kleine Pfeife. Ja, das wär's von mir. Ich würde übernehmen und was ganz anderes mal mit reinbringen, weil das ist ein Produkt, das ich tatsächlich, seit ich es habe, immer wieder verwende. Keine Werbung, aber die Super Swap Cutting Cord war für mich so eines meiner Highlights in 2018. Ich bin sehr, sehr faul geworden beim Wickeln durch diese Watte, weil es damit einfach für mich super einfach von der Hand geht und meine Coils eben meistens, die ja genau den Durchmesser haben, den ich damit bewatten kann. Das gefällt mir einfach. Dark Menthol würde ich mich anschließen. Ist auch so ein Highlight. Auch wenn ich es nicht Olde dampfe, aber immer wieder. Und dann wird es vielleicht schon schwierig. Ich würde jetzt kein Hardware-Teil nennen, sondern softwareseitig tatsächlich, weil mich die Idee fasziniert und das, was man damit tun kann und die Technik dahinter. Ich bin einfach Technik-Spielkind. Der Replay-Modus in den neuen DNA-Chips. Das finde ich mal wieder so eine Neuerung, wo ich sage, geil. Ja, das sind so meine drei. Bitte?
Habe ich gar nicht dran gedacht, dass das ganze Zeug steht. Du, es wird sehr viel jetzt noch kommen, wo der ein oder andere auch nicht dran gedacht hat. Ja. Bossi. Ja, der GT4 auf jeden Fall. Hardware-technisch, ich glaube, der war letztes Jahr, ne? Vor 18. Der war letztes Jahr. Ja, und Liquid-technisch ist natürlich für mich super einfach. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Meine beiden Chatsy Lines, absolut Highlight hoch 3. Ihr werdet sie alle probieren. Ja, und wirklich das, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber von Twisted, das Unicorn V2. Einfach genial. Gut. Können die weitermachen? Ja, klar. Also Liquids HB2, einmal das Black Hole und einmal das White Knight. Das hatte ich jetzt vergessen. Absolute Top-Favoriter bei mir. Da habe ich wirklich schon, ich weiß nicht wie viel, unzählige Flaschen nachkauft. Dann hier die Orion oder Orchin. Mhm. Aufgrund von dieser Replay-Funktion wahrscheinlich auch so richtig gut. Weil deswegen können jetzt dann auch gleich die Paranormal 250C in die Kamera halten, was halt durch das Replay echt gigantisch ist. Und geschmacklich der beste Verdampfer, was ich habe, ist der Wendy Vape Mesh RDA. Also das lässt alle andere bei weitem im Schatten standen. Hat da eigentlich von euch auch noch so ein Mesh-RDA? Ja, vom Wendy Vape den. Genau den gleichen. Ja. Mein BT steht hier hinten rum und der steht da schön. Ja, das ist... Der macht sich gut in der Reihe. Da können sich Wolfgang und ich leider anschließen. Mhm. Kenne ich leider. Deswegen musste ich... Vaping Foreskin an den lieben Markus verweisen, weil ich bei dem weiß, dass der den BT noch nutzt aktiv, beziehungsweise Biene. Ja. Er kann auch was. Ja. Es ist nicht so, als ob er wirklich der letzte Scheiß gewesen wäre. Er hat halt ein Thema Mesh, was es auch vorher schon gab, nochmal anders wieder in die Szene gebracht, worauf dann viele andere aufgebaut haben, und wenn es den nicht gegeben hätte und den Hype um diesen Mesh-Verdampfer, auch mit Sicherheit nicht so viele andere hinterhergezogen, die es dann, ne, ich sag mal, der zweite hat es immer etwas einfacher, ohne jetzt groß entschuldigen zu wollen, wie der BT rauskam, hätte es halt ohne den vermutlich vieles nicht gegeben. Ja, er war halt der Vorreiter. Es ist einfach so. Ja. Urs weiter. BT kenne ich halt. Ja, er hat halt leider Gottes ein bisschen zu viele Vorschusslorbeeren, bekommen in meinen Augen. Wie Rafa schon sagte, er ist kein schlechtes Produkt. Also gerade die Entwicklungsleistung dahinter muss man ja auch würdigen. Aber die Nachfolgesysteme haben es teilweise ein bisschen einfacher gelöst. Denn die Komplexität war, glaube ich, auch ein gewisses Problem bei ihm. Und diese Art, das Mesh zu verlegen, also in einem horizontalen Bogen, anstatt einer Wölbung, die nach oben geht, ist auch in anderen Produkten wie dem Mesh 24 RTA in meinen Augen auch problematisch. Also diese Bögen, die nach oben gehen, sind für mich persönlich weitaus unkomplizierter zu bewatten als die BT-Style-Bewattung. Ja. Ist aber persönlicher Eindruck. Ich versuche gerade mal meinen hier auseinander zu machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die O-Ringe haben waren ein bisschen trocken. Das ist ein bisschen Spack alles. Das ist irgendwie ein bisschen ungeil. Sollte mir vielleicht angewöhnen, sie vorher anzusetzen mit VG oder so. Ja, oh Mesh Gott. Ist auch im Chat heiß diskutiert. Ja, es ist ein cooles Thema, definitiv. Und da wird auch noch einiges kommen, mit Sicherheit. Ich mag den Mesh-Geschmack im Allgemeinen sehr, sehr gerne. Gerade auch, wenn es die Süße ein bisschen reduziert bei vielen
übersüßen Liquids. Da ist das echt, echt gut. Und ja, es bringt andere Nuancen oftmals raus und teilweise klarer, wie ich finde. Hast du eigentlich für dein Crown 4 inzwischen Mesh-Coils? Nö. Oh, nicht. Ich habe aber auch noch keine bestellt, wenn ich ehrlich bin. Wo ich mir Mesh-Coils bestellt habe, ist für den Kleidung. Oh. Ja. Es ist okay. Ja, auch gerade in der Fertig-Coil- Sparte, sage ich jetzt mal, hat das ja wirklich nochmal, ja, ich sag nicht einen Hype ausgelöst, aber schon nochmal die Hersteller zu bewegt, teilweise für Verdampfer, die es schon seit Urzeiten gibt, wie jetzt den Kleito oder das Baby Beast, was heißt Urzeiten, schon für den Dampfermarkt recht lange gibt, nochmal neue Coils rauszubringen. Die halt auch nochmal was können. Und es ist auch für den Fertig-Coil-Markt ja eine gewisse Innovation. Die haben sich vorher mit parallel gelegten Drähten und Kleppen drin und was weiß ich nicht noch allen, Octa-Coil, wie sie alle heißen mögen, haben sie sich ja erschlagen. So richtig was es kam eigentlich bis zu Mesh da nicht. Gut, vielleicht noch der Switcher. Das Switcher-System mit dem Switcher-Tank, der hatte, glaube ich, 3 Coils drin und da konntest du jeweils eine Coil, also die Coils unabhängig voneinander ab- und anschalten. Okay. Das war vielleicht auch interessant, hat sich aber nicht so wirklich durchgesetzt. Ja, es gibt so viele gute Ideen, die im ersten Moment denken, ha, klar, witzig, die, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf, wie er heißt, der Dual Schieß mich tot Tank. Da hattest du, das war ein RTA mit einem geteilten Tank, wo du auch 2 verschiedene Leistungen einstellen konntest, einmal für die linke, einmal für die rechte Coil und dann in dem einen, was weiß ich, dein Lieblingsliquid und auf der anderen Seite ein bisschen Zitronenliquid oder Waldmeister oder was weiß ich oder auch immer dazu oder Menthol. Und dir das dann selber so einstellen konntest, dass die beiden Geschmäcker für dich zusammen dann zusammengepasst haben. An sich eine super Idee, aber hat sich halt einfach nicht durchgesetzt, weil der Markt dafür halt einfach zu klein ist. Und wenn es dann halt eben so Geschichten wie das Mesh schaffen, da ja nochmal so richtig Bewegung in den Markt zu bringen, finde ich, das ist eigentlich eine gute Sache. Definitiv. Zu dem 2-Tank-System, da gab es ja auch davor nochmal was anderes, den Big Bear RDTA, der hatte 2 Liquid-Kammern. Aber das Ding, was du meintest, fällt mir gerade der Name nicht ein. Mir auch nicht. Daran sieht man, dass es sich nicht durchgesetzt hat. Offensichtlich. Nee. Aber die Ideen an sich sind, ja, ich sag mal, nahezu unerschöpflich. Und ich denke mal, auch wenn wir jetzt schon ziemlich weit sind und es nicht mehr, wie es vor ein paar Jahren noch war, mit jedem neuen Verdampfer eine neue Innovation haben, wird es mit Sicherheit auch in 2-3 Jahren noch Sachen geben, die wir vorher noch nicht hatten. Ja, auf was jeden auch immer Fall. Das sein mag, das muss erst noch erdacht werden. Aber ich denke mal nicht, dass wir jetzt schon am Ende angekommen sind. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, wir stehen noch sehr weit am Anfang. Also übertrieben, aber relativ weit am Anfang. Also ich denke, guck dir die Riftcore-Sachen an. Dieser Riftcore-Duo mit den Heizelementen. Da geht es ja schon los. Alloy Akkutechnik, da wird sich ja da schon einiges tun die nächsten Jahre. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann 20 haben wir einen Akkuträger, da reicht der Akku eine Woche oder so. Bitte nochmal, Jedi? Irgendwann gibt es mal Akkuträger, wo du einmal in der Woche den Akku laden musst. Das wäre ein Träumchen. Ja. Oh, das sage ich dir, du. Das würde ich so herbe feiern. Aber mal eine andere Frage. Kennt von euch jemand den Vapefly Mesh RDTA? Gehört, ja. Gehört. Ja, aber ich habe ihn. Du hast ihn? Ich meine ja. Okay. Vapefly. Also erst kam ja der Wendy Vape Mesh und danach kam doch relativ schnell der Vapefly. Nicht verwechseln. Der RDTA ist nochmal was anderes. Mit der Kammer. Ja, und du meinst den Mesh Pro RDA. Ja, genau. Aber der Wendy Vape Mesh RDTA, der hat halt drunter wirklich nochmal klassisch RDTA-Style seinen Tank. It Wendy Vape, Vapefly. Genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee. Genau. Also Dampferlord TV, ich weiß, der hat ein Video drüber gemacht, das haben wir eigentlich erst angeschaut. Also da,
Den habe ich mir bestellt und von dem erwarte ich mir ziemlich viel. Also Geschmack wie vom Wendy Vape erwarte ich mir mit Tank. Das ist halt, das wäre ein Traum. In Verbindung mit Replay kann nichts passieren. Das ist richtig. Der The Vaping Foreskin schreibt gerade, er kann den Hate gegen den BT nicht nachvollziehen. Also ich hoffe, bei uns kam es jetzt nicht wie Hate drüber. Das sollte es nicht sein, zumindest jetzt von mir und ich bin mir auch sicher von Rafa nicht. Nach wie vor, es ist ein gutes Produkt, aber gut reicht halt in der heutigen Zeit nicht mehr aus. Du musst halt schon einen sehr guten Geschmack bringen. Die Verarbeitung, Bombe, da tipptopp. Aber der Geschmack war halt nur gut. Und ja, da stinkst du halt ganz schnell ab, gerade mit dem hochpreisigen Produkt. Und das Problem war halt, dass der so einen Shitstorm abgekriegt hat, war halt nicht zuletzt aufgrund dessen, dass es einige Reviewer gab, die das Ding noch vor Release richtig hart in den Himmel gehoben haben. Mhm. So Sätze gefallen sind wie, ist es das jetzt? Habe ich endlich das gefunden, was ich immer gesucht habe? Und das wurde ihm oder er wurde dieser Erwartungshaltung halt bei vielen Leuten nicht gerecht. Und da ging dann halt auch weniger fast schon der Shitstorm los gegen das Gerät selber, sondern eher die Frage, warum wurde das so hart gehypt, das Teil, und so hoch gelobt von allen. Und aber das sind Sachen, da brauchen wir uns jetzt gar nicht reindenken. Ist halt nun mal so. Ne? Ist ja jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, aber ja. Er hat, egal was man über ihn sagen möchte, was man nicht leugnen kann, ist, denke ich, wirklich die Tatsache, dass er das Mesh-Thema überhaupt erstmal in die Denke und die Gedanken der Menschen gebracht hat. Und wo wir uns keine Sorgen machen müssen, ist, glaube ich, jetzt bei der Brunhilde. Dass die wird zwar auch stark gehypt, aber ich gehöre ja zu den Glücklichen. Ich habe sie zwar nicht, aber ich durfte sie schon mal probieren und habe sie schon mal gedampft. Voll. Und das Ding ist sehr geil. Voll. Jetzt klär uns mal auf. Wir kennen ja einen von den 103, der bei uns aus der Ecke kommt, und bei dem durften wir mal probieren. Ja, durftest du mal probieren, du Schwatzbacke. Du warst krank, was bin ich denn dafür? Jetzt im Vergleich Corona, Vapor Giant Extreme, ähnlich oder? Ich muss so sagen, es war ein Liquid drin, was nicht ganz mein Fall war. Deswegen, ich müsste das jetzt mit meinem Kryptonit testen, was ich kenne. Ne? Ich sag mal, das wird auch das Erste sein, was da reinkommt. Und dann kann ich da irgendwann mal eine Aussage zu treffen. Aber es ist ein Top-Coiler. Er bringt einen guten, klaren Geschmack. Er hat einen guten Durchzug. Also da passen große Coils rein, die man mit viel Leistung betreiben kann und wo sehr, sehr viel Luft durchgeht. Und ich denke mal, es wird die Leute nicht so sehr, in Anführungsstrichen, enttäuschen. Oder es wird nicht so viele Leute geben, die von ihm enttäuscht sein werden, wie es jetzt beim BT war. Ja. Also wie gesagt, ich fand ihn wirklich gut und ich werde ihn mir auch, nachdem ich ihn getestet habe, holen. Insofern, ja. Mein lieber DNA-Papst, der schreibt gerade, ich probiere die Bruni 14 Stunden am Tag. Vielen Dank dafür. Ja. Wir mögen dich auch. Nee, Scherz beiseite. Es ist toll für jeden, der sie jetzt schon testen kann und sie hat. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gerät. Und freue mich halt wirklich drauf. Aber dann so vor der Nase rumwedeln, so nach dem Motto, haha, ich habe ihn. Das ist gemein. Naja, wenn der DNA-Papst dafür sorgt, dass das Replay sauber funktioniert, dann ist doch alles okay. Das ist natürlich, der hat da drauf geachtet, ja. Schon's feiert. Ja, ich merke schon, lieber Papst, du kriegst sie heute drauf. So Leute, ich bin schon eine halbe Stunde drüber, werde mich verabschieden. Okay. Gute Nacht. Bossi, vielen Dank, dass du da warst. An den Chat. Hat wieder riesig Spaß gemacht. Wie macht ihr immer so schön? Herzi, herzi. Genau, ein Herzchen. Ja, und ich freue mich auf nächste Woche mit euch allen. Macht es gut, Männer. Ja. Und du bekommst von mir nachher im Chat noch Adresse. Ja, bitte. Unbedingt. Und sag deiner Familie, alle, wo jetzt da sind, gutes Neues von mir. Oder von uns. Vielen Dank. Von uns allen. Alles klar.
Ich danke euch. Ciao, macht ciao. Gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Boss. Tschüss, mach's gut. Ah, okay, na schön. Ja. Ah, ich hatte auf jeden doch... Fall, da dürfen wir drauf gehypt sein. Mal in der Brunhilde finde ich halt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist okay. Wenn der 50 Euro kostet, ist das echt ein Gerät, hochwertig, und das sieht ja von der Optik auch richtig hochwertig aus, wo man dann nicht überlegen muss, ob man sich einen Klon kauft. Nee, das ist richtig. Ist so. Das ist einfach vom Preisfaktor her. Mit einem Klon kannst du das, glaube ich, nicht unbedingt unterbieten und zumindest nicht merklich. Der Preis kann ich unterbieten. Ein Klon Punkt. Wird wahrscheinlich um die 18 bis 20 Euro gehandelt, aber da ist halt die Differenz einfach nicht mehr so groß. Ist auch eigentlich ein ganz guter Punkt. Preis-Leistung. Hätte der BT, was unrealistisch ist, 50 Euro gekostet und die Leute hätten gesagt, boah, ist okay, mein Gott, wie viele Verdampfer habe ich mir schon gekauft für 50 Euro, die jetzt im Regal stehen, ja. Dann ist er halt nicht ganz so gut. Ne? Aber wenn ich für ein Gerät 140 Euro ausgebe, erwarte ich ja eigentlich auch, dass der geil sein soll, muss, wie auch immer. Und da ist der Ärger bei den Leuten dann natürlich höher. Natürlich. Wollen wir eventuell von Bruni kurz wegkommen? Tun wir das. Ja, wenn du ein Thema hast, gern. Das ist eigentlich wieder ein Rückspringen zu dem Thema davor. Von was von Christoph Meyer. Was mir jetzt bei den Rückblicken fehlt, ist das Thema Squonker. Das ist ja allgemein tatsächlich ein Thema gewesen, muss man sagen. Das ist im Jahr 2018 wieder ziemlich groß geworden. Es war ja früher schon mal da. Sehr viele haben es für sich entdeckt oder wiederentdeckt. Persönlich, ich finde Squonken cool. Ist jetzt für mich aber nicht das immens große Highlight. Und es ist halt am Ende des Tages für mich immer noch nur ein RDA, den ich halt nicht von oben betröpfe. Also ja, habe ich nicht dran gedacht, aber ich würde mich auch schwer tun, da das Thema. Ja, ich weiß nicht, ob das für mich in die Top 3 gekommen wäre, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich dran gedacht hätte. Ich habe gedacht, der Hype geht mehr durch die Decke. Definitiv. Ist es gar nicht. Hier in Deutschland oder in Europa nicht so sehr. In Amerika sind die Leute, also ich sag mal, der harte Kern, der wir jetzt hier so sind, wirklich mehr die Dripper-User. Also sprich, da sieht man wohl wirklich wesentlich mehr Leute fast schon mit dem Dripper durch die Gegend laufen als mit dem Tank. Und da war das Squonken natürlich genau das Richtige für die Leute. Ne? Gerade, ich sag, Klischees mal streicheln, der Amerikaner ist faul. Der möchte lieber squonken als zu drippen. Nee, aber es ist ja auch praktisch, ne? Wenn ich sowieso mit dem Dripper rumlaufe, warum dann nicht auch mit einer Flasche unten drunter. Ja. Er schreibt es gerade, also der The Red Steam, den hat das komplett abgeholt. Der ist gefühlt nur noch am Squonken. Also immer wenn ich ihn draußen beim Dampfen treffe, er hat einen Squonker dabei. Beim einen kommt es an, beim anderen weniger. Also bei mir hat sie es nicht so durchgesetzt, bin ich ehrlich. Mira und. Ja. Ich habe es probiert, Aufwand, ich habe es für gut befunden. Der Aufwand, jedes Mal die Flasche mühsam raus zum Fummler und wieder zum Befüller, sodass da so dann eine halbe Stunde wieder leer ist. Mir der Aufwand gut. Eigentlich eher größer, als wie wenn ich das hier gleich oben was reinleer. Anders also, wäre es jetzt zum Beispiel, wenn das Quonksch mit MTL, da ist das halt die falsche Box dazu, weil die pisst nur, die kannst du nicht als Quonkerbox verwenden. Dann sage ich, okay, das ist eine geile Sache, kannst du mal einen Tag außer Haus gehen. Aber für DL, da haust du so viel Liquid durch, ob du da oben reintrippst. Wobei ich glaube, dass die Usability, also die Probleme oder das Unhandliche mit Nachfüllen, das liegt vielleicht auch daran, dass wir für uns jetzt, wenn es diesen Aspekt, also wenn es der Aspekt ist, der das Squonken einem vermiest, dass wir einfach nur nicht das passende Gerät gefunden haben bisher. Weil ich muss sagen, so sehr ich die Athena mag,
Die Flasche, ja, mag ich jetzt auch nicht. Und da, ich sehe aber viele andere Flaschen, die das besser können. Aber dazu ist bei mir der Hype nicht groß genug, dass ich jetzt sage, okay, hole ich mir. So sieht's aus. Die Rage zum Beispiel muss ein super geregelter Squonk-Mod sein. Hat mich wenig angefixt. Müssen wir einfach mal abwarten, wenn die Drohne kommt von Paranormal. Mit Replay-Modus und Squonko-Einheit und zwei Akkus. Vielleicht ist das noch etwas, was ich mir zulege, wo mich dann abholen wird. Aber sonst das, was ich jetzt habe. Sprichst du jetzt von der Drone 2 quasi? Die gibt's ja schon. Oder meinst du jetzt nochmal eine Drone im Paranormal-Style? Nur die Paranormal-Drone. Du meinst Lost Vape? Drone. Lost Vape, ja. Genau. Die gibt's ja schon. Und da muss ich sagen, finde ich die von der Optik her alleine die 1er hübscher mit dem normalen DNA 200 oder 250 ist da drin, glaube ich, als die neue jetzt. Aber das ist reine Optik. Nee, die gibt's schon. Naja, die gibt's schon. Die Drone, die gab es schon, ja klar. Die Drone mittlerweile ist ja schon bei der Drone also 2. Die normale Drone, die gibt es schon lange. Die hat einen normalen DNA-Chip drin gehabt. Und die neue Drone, die gibt es schon, ich weiß nicht, die dürfte auch schon auf dem deutschen Markt verfügbar sein, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Zumindest wurde sie auch schon verlost. Ja, verlost. Nicht verlost, hier versteigert. Beim die Line. Genau. Allerdings geht das ja auch TPD unabhängig. Richtig. Red Steam fragt, ich habe davon witzigerweise in Oberhausen welche auf der Messe noch gesehen. Und ich meine, ich bin mir aber nicht sicher, die auch noch irgendwo mal im Online-Shop letztens gesehen zu haben. Aber da müsste man einfach nochmal Google fragen. Ich glaube, da bist du jetzt genauso schlau und schnell wie ich. Ja. Aber tatsächlich, die Drone 2 gibt es ja auch in hübsch. Also, wenn sie nicht unbedingt dieses Ultron hat, dann finde ich die tatsächlich auch ansprechend. Muss ich ja sagen. Okay. Richtig, also dann geht sie. Dann ist sie gar nicht so hässlich wie die Ultron-Variante. Weil die finde ich wirklich, wer Ultron aber mag und da drauf steht, gerne. Genau. Aber ich finde sie nicht schön. Nee, ich auch nicht. Also, auf Bildern sieht das Ultron-Stücke arschgeil aus. Sieht so ein bisschen Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Auf Bildern sieht es gut aus, aber ich kann mir vorstellen, wenn du das in der Hand hast, dann quälst du nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich eher andersrum ist bei mir, dass die Haptik eher noch überzeugt als die Optik, aber für mich haut das mit der Optik in Ultron einfach nicht hin. Aber das ist mein persönlicher Geschmack und deswegen finde ich es aber auch gut, dass sie da mehrere Varianten haben, also mindestens zwei. Wenn zwei schon viele ist. Egal. Details. Okay, es gibt hier so ein bisschen die Diskussion, ob sie in UK schon erhältlich ist oder nicht, oder Presale. Aber scheinbar, laut dem lieben DNA-Papst, der da natürlich gewisse Connections hat, ist sie wohl erst im Presale. Okay. Dann habe ich gelogen. Das mag sein. Also, ich halte alles für möglich, aber ich gehe jetzt einfach mal von seinen Connections aus zu den Leuten. Würde ich jetzt sagen, das dürfte schon passen. Also, ich meine, bei Gearbest habe ich es ja schon mal gesehen, aber bei Everson zum Beispiel noch nicht. Aber bin mir jetzt da auch ganz sicher. Ja, also ich schaue gerade auf der Seite von Lost Vape, da werden schon so 20 Distributor angegeben. Die sind allerdings bei Extra. Aber das ist vermutlich nur für Händler. Ich greife auch mal dem lieben DNA-Papst vor. Bei der alten Drone kannst du das nicht einstellen. Es sind nur die C-Chips fähig, DNA zu Replay zu nutzen. Und DNA75C auch nur in abgespeckter Version, weil der zu wenig Rechenleistung hat. Also der führt gerade mal halb so viele Berechnungen pro Sekunde durch wie der 250C. Das heißt, Replay funktioniert zwar, allerdings nicht ganz so exakt wie auf einem DNA 250C. Ja. Siehst du, das war wieder so ein Punkt, das stand noch in meiner To-Do-List. Ein DNA 250C habe ich noch gar nicht. Echt?
Nee, gar nicht. Ich habe einen DNA-75er, einen DNA-200, noch einen DNA-200. Ja, und das war's. Da hast du noch gar keine Replay-Erfahrung. Ja, doch, jetzt mit der, in abgespeckter Form mit der Origin, aber es so richtig Replay... So richtig Replay, nee, noch gar nicht. Also kann ich wirklich nur empfehlen, im Tank, im Tröpfler, Replay macht echt Spaß. Also mir persönlich. Ja, ich sag mal, wenn ich einen schönen Träger finde, dann würde ich das auch wahrscheinlich machen. Nur im Moment, ich weiß nicht, ich bin dann so ein Mensch, ich will es dann halt sofort haben und die meisten gibt es dann halt nicht sofort. Und also die Paranorme, die gefällt mir jetzt auch eigentlich ganz gut, die der liebe JD hat. Ja, ich habe sie oft in der Hand gehabt und ach, wieder. Ja, ich konnte mich nicht so wirklich durchringen und dann zwischendurch doch und dann wieder nicht und ach. Ich fürchte, die wird irgendwann mein werden. Meinst du? Die Paranorme. Glaubst du dran? Dieser betroffene Blick vor allen Dingen. Also ich hab mir jetzt ja die bestellt, was du hast. Das ist ein dann musst du dir jetzt halt auch die bestellen, was ich habe. Hilft nichts. Wolltest du nicht erst den Fatality haben? War da nicht was? Ich will so vieles haben. Aber zuallererst ein Wasserenthärter. So sieht's aus. Ich habe gehört, da gibt es bestimmt eine große Auswahl beim Mediamarkt. Nicht in der Form, aber das ist ein Off-Stream-Thema. Ja, nochmal ganz kurz vielleicht zur Drone. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe jetzt einen Händler, einen deutschen Händler gefunden, der sagt, Lieferzeit 2 bis 3 Wochen. Ich weiß nicht, vielleicht bezieht sich es darauf, dass er dann rauskommt. Deswegen die Lieferzeit. Ich weiß es nicht genau. Aber er scheint nicht mehr in allzu weiter Ferne zu sein. 2 bis 3 Wochen. Hör auf, du hättest ja keine Fingernägel mehr. Welcher? Das ist ja immer. So viele Hosen habe ich gar nicht. Ich bestelle das Ding und Ne? Der Kaku hat noch eine schöne Frage. Welche Vorteile hat denn Replay speziell bei Direct Lung RTAs? Eigentlich die gleichen wie auch bei einem Dripper. Also du hast eigentlich bei jedem Zug, egal ob der Verdampfer warm oder kalt ist, ob du drin oder draußen dampfst, gerade jetzt im Winter, immer den nahezu gleichen Geschmack. Weil einfach das Rauschmuster nachgebildet wird. Und das ist ein Thema, da wirklich auf den Kanal vom DNA-Papst schauen, der kann es weitaus besser nochmal erklären, gerade was das Rauschen angeht, als ich jetzt hier in der Kürze könnte oder wollen würde. Du kannst das Ding halt komplett trocken dampfen, bis die Watte komplett trocken ist, holst du dabei keinen Dry-Hit, kippst an das Liquid drauf und es kommt instant durch. Das ist zum Beispiel schon mal so ein Riesenvorteil. Und ja, träge Wicklungen beispielsweise, also irgendwelche Atzencoils, die du drin hast, die einfach viel Leistung brauchen, nimmst ein bisschen Leistung weg, dampfst 2-3 Mal, merkst, jetzt hat die Coil ungefähr die Temperatur, zack, speicherst du dir deinen Zug und der wird dann immer wieder gegeben, weil er dann die Leistung hochregelt, bis er quasi die Temperatur erreicht hat oder das Rauschmuster, das er beim dritten Zug eigentlich hatte. Und danach regelt er die Leistung wieder runter, um das Muster zu halten. Also Markus, ich sag's immer wieder, es ist kein essentieller Vorteil. Nacht, Markus. Guten Abend. Es ist kein essentieller Vorteil, aber es ist schick. Also wenn man es hat, ist es einfach schick zu haben. Man muss es nicht haben. Es ist nichts, wo ich sage, man braucht es unbedingt, um dampfen zu können. Das beileibe nicht, aber es ist schick. Warte mal, so, es hat eigentlich auch zusammengefasst. Das Replay relativ gut testet. Ich weiß nicht, hat er da ein Video gemacht oder war es im Livestream? Den Crown 4 hat er immer wieder leerdämpft. Und das ist halt ein Fertigcoiler. Kannst du den Fertigcoiler leerdämpfen, machst du frisches Liquid rein. Weil du kannst am Fertigcoiler keine Watte wechseln und jedes Mal der Coil wechseln, dann bist du ja arm. Und da ist das natürlich auch richtig gut.
ich habe es fast erwartet, dass wir da auch in eine Diskussion geraten könnten. Sebastian Siepermann schreibt, geht aber nur richtig mit Replay, also Replay geht nur richtig mit Edelstahlcoils. Das kann ich so nicht unterschreiben. Also es geht auch tatsächlich grundsätzlich mit jedem TC-fähigen Draht erstmal das. Also nicht nur Edelstahl, aber es geht auch mit nicht TC-fähigen Drähten. Da kann es allerdings notwendig werden, dass du den PK-Modus aktivierst. Der nimmt halt dann die Wicklung aus der Berechnung raus und dann geht's auch wieder. Vielleicht nicht, nach meinem Empfinden, nicht ganz so akkurat. Natürlich kann es auch nicht ganz so akkurat sein, weil die Wicklung halt fehlt in der Berechnung. Und vielleicht nicht hundertprozentig sauber immer, dass man, ich muss teilweise gefühlt öfters mal einen Zug neu einspeichern, aber grundsätzlich geht auch das. Also das ist mein unabhängiger Erfahrungsbericht darüber. Ja, und als Tipp, den ich jetzt gegeben hätte, wobei ich jetzt den DNA-Pubs gerne fragen würde, ob das so Sinn macht, was ich mir da einbilde, gerade wenn man sich selber Coils baut oder der ein oder andere Coilbauer ist auch schon auf die Idee gekommen, wenn ich einen Draht habe oder eine Coil habe aus beispielsweise hauptsächlich, wohlgemerkt, nie 80, also sprich beispielsweise eine Fuse-Clap mit 2 oder 3 Kernen, und nehmen einen von den Kernen Edelstahl und der Rest der Coil ist die 80. Habe ich festgestellt, dass mein DNA 250C-Chip da relativ bis gar keine Probleme macht, was den Replay-Modus angeht. Also sprich, ich kann ab dem ersten Zug sofort speichern. Dass den vielleicht ein bisschen unterstützt und der eine Edelstahldraht oder der eine Edelstahlkern im Draht, der dann da mit drin ist, tut bei mir jetzt dem Anspringverhalten und dem Geschmack und was auch immer keinen Abbruch. Im Gegensatz zu einer Coil, die full nie 90 wäre oder full nie 80 wäre. Um dem DNA-Papst hier ein bisschen Zeit zu geben, hier noch zu antworten. Sebastian schreibt gerade auch noch, genau Wolfgang, funktioniert nicht hundertprozentig richtig, aber besser mit Edelstahl-Coils. Sorry, Dampfplauderer. Ja, ich wollte das nur noch mal ausgeführt haben. Es funktioniert natürlich besser mit, wenn man den PK-Modus nicht aktivieren muss. Aber grundsätzlich funktioniert es. Es geht ein bisschen von dem Feeling verloren für mich auch, gebe ich zu. Aber es grundsätzlich klappt. Das wollte ich einfach herausgestellt haben damit. Mal die Erfahrung, was ich gemacht habe. Ja. Ich habe ja in meinem Mendivape Mesh Art ja jetzt ein Mesh drauf, ein NE80 Mesh und man sieht jetzt schon, wie trocken die Watte ist. Also NE80 funktioniert bei Mesh hervorragend. Ja, und ganz kurz einmal danke, dass du es bestätigt hast. Wie gesagt, war auch das, was mich so überzeugt hat und das, was der Christus gerade schreibt. Ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, ich weiß nicht, ob jemand was dagegen hätte, ich wüsste nicht wieso. Lieber Papst, wenn du mal Lust hast, mal ein bisschen mit uns hier zu quatschen und du musst auch nicht den ganzen Abend mit dabei bleiben. Einfach mal für ein halbes Stündchen oder Stündchen mit dazu zu kommen, denke ich mal, wärst du herzlich willkommen. Bin ich jetzt einfach mal so frei und spreche das mal aus. Also, ja, klar. Mit Sicherheit. Ne? Also gerade DNA, auch wenn es natürlich den Chat da draußen interessiert, hier mal ein paar Sachen vielleicht besser noch erklärt zu erfahren, als wir es jetzt hier können. Und wenn er natürlich Lust hat, dann sehr gerne eingeladen, auch meinerseits. Ja, sagst du auch, dann können wir gerne mal machen. Würde ich sagen, nach dem Stream tauschen wir einfach mal irgendwie Kontaktdaten aus in irgendeiner Art und Weise und dann kriegen wir das mit Sicherheit mal hin. Denke ich auch, also. Und der Morpheus hat, glaubt der Kontakt zu ihm. Wenn der nächste Woche dabei ist, dann wird das, denke ich mal, relativ einfach funktionieren. Ja, dann kriegen wir das doch wohl bestimmt mal hin. Der Schnitzelwagen Santa Maria. Hätte ich gesagt, dann heben wir uns jetzt auch sämtliche Fragen zum DNA-Papst auf für das Mal, wenn er mit dabei ist. Dann kriegt er nämlich keine wunden Finger vom Tippen. Und dann kommt der Replay 2-Modus nicht. So. Die liebe Heidi Kunz und hat schon geschrieben, Jungs unter sich. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen technischer geworden als sonst. Sorry dafür. Es gibt auch wieder
andere Tage, wo es vielleicht nicht ganz so technisch ist, beziehungsweise nicht so spezifisch technisch. Man merkt vielleicht, ich bin schon ein Fan einfach von der ganzen Thematik. Seht's uns nach. Aber das ist ja gerade der Vorteil von dem Replay. Das ist zwar technisch, aber vom Bediener her. Es ist ein Tastendruck und fertig. Für jeden möglich, ohne technische Kenntnisse. Das ist ja das Coole daran. Es ist technisch absolut nicht richtig, das, was ich jetzt sage. Aber man kann es auch sagen, so ein bisschen TC für Blöde. Ja, also da bin ich bei dir. Alle, die das vorher abgeschreckt hat, oh Gott, was ist denn TCR und wie muss ich das denn einstellen, wie funktioniert das alles? Das Problem habe ich im Replay-Modus nicht, dass wenn man die richtigen Calls nimmt, funktioniert einfach. Ich glaube, auch wenn er den ARPAPS da wahrscheinlich sich ihm schon die Fußnägel aufrollen, weil er das auch schon häufiger gehört hat. Aber ich denke, es ist stark vereinfacht, ist es, glaube ich, die einfachste Option, es jemandem zu erklären in drei einfachen Worten. Richtig. Ja. Tja, da muss ich ja wohl bis nächste Woche irgendwie so ein DNA 250C bis zulegen. Kann das sein? Ich habe gehört, Kellerboxen sind sehr gut. Ja, sind sie, aber die sind mir zu groß, weil ich will sie dann auch nutzen. Das Problem ist einfach, du schleppst ja auch mal einen Rucksack mit, du kranker Typ. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber du kennst jemanden, der wohnt in Fußweite von dir entfernt. Leih doch mal so eine Box aus und probier's mal aus. Er hat ja nur eine und die gibt er ja nicht ab. Nö. Er hat doch die Paranormal, so. Der hat die Kellermod-Box und das ist wahrscheinlich nicht das Einzigste. Ja, ich muss mal gucken. Ich wollte ja, wie gesagt, generell eine haben. Ob das für diesen Monat noch drin ist, bezweifle ich jetzt einfach mal, weil, Ich lach bloß gerade vom DNA-Park. Punkt. Ja. Sieh es uns bitte nach. Entschuldige, Tristan. Alles gut. Das könnte immer so eine Sache. Aber auch wegen des Kommentars von Sebastian Siepermann gewesen sein, die drei Punkte. Möglich, ja. Egal. 10 vor 11. Haben wir noch irgendwas, was wir ansprechen wollen? Also eins liegt mir nach wie vor am Herzen, liebe Heidi Kunz und liebe, du warst noch, glaube ich, noch nicht so oft da, Mutter Baum. Natürlich, es gibt keine dummen Fragen und vielleicht überlesen wir auch manchmal Fragen. Wenn ja, dann tut es uns sehr leid, aber es ist ja Sinn und Zweck eines solchen Formats, wenn irgendwelche Themen oder Fragen auftauchen, die zu erklären, wenn wir hier nur High-Level oder auf höchsten Level rumschwadronieren, dann können wir das auch notfalls in einem Skype-Call unter uns. Es geht ja auch darum, Fragen zu beantworten. Das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen, damit ihr alle da Spaß dran haben könnt. Und ja, wenn da irgendwas da ist, dann einfach immer raus damit. Es gibt keine dummen Fragen. Wie es so schön heißt, nur dumme Antworten. Das Lieblingsziel von uns wäre eigentlich, dass wir Raucher hier sogar im Chat hättet, wo wir dann das Dampfer schmackhaft machen können. Also dumme Frage für Anfänger gibt's nicht, weil wir möchten da die Anfänger, keine Ahnung, irgendwie weiterhelfen, bevor sie wieder zur Zigarette greifen. Richtig. Ein paar Anfängerfragen sind ja hier und da von Umsteigern auch immer mal wieder aufgetaucht, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich hoffe auch, dass wir es geschafft haben, dem ein oder anderen Umsteiger da vielleicht auch schon zu helfen. Das wäre wirklich klasse. Und nichts zu danken, Mutterbaum, also wirklich nicht dafür. Das ist ja irgendwo eine Selbstverständlichkeit. Danke für euer Verständnis, wenn wir Themen teilweise übersehen. Ich habe es heute auch gemerkt, wir rufen zu Themenvorschlägen auf und dann kommen 5 Stück und wir schaffen es halt leider Gottes nicht, die dann alle abzuarbeiten. Ja. Sorry dafür. Also der Abend ist auch irgendwann einfach kurz und wir werden immer mehr. Ja, das, was ich befürchtet hatte, wir schaffen es nicht mehr auf alles einzugehen. Aber wir versuchen es. Ja. Und ich denke, unser Schnitt ist auch noch relativ gut. Denke ich auch. Also ich glaube, der Chat rauscht noch nicht so durch, wie es bei anderen Kanälen üblich ist. Man muss es ihnen auch nachsehen, wenn ihr da teils vierstellige Zuschauerzahlen habt oder jenseits der 500, dann rauscht so ein Chat einfach durch. Man kriegt nicht alles mit. Und ja,
deswegen, es ist ja auch schön, dass wir hier so eine kleine, in Anführungsstrichen, also wir sind auch schon deutlich gewachsen, was ich sehr, sehr schön finde, auch jetzt noch 155 Zuschauer. Wir sind eine schöne Community. Es geht gesittet zu, heute nicht einmal irgendwie eingreifen müssen, auch auf Twitch nicht, wobei da keine Zuschauer sind, was sehr schade ist. Ja, es läuft einfach. Das ist toll, es macht Spaß. Und ich denke, die wachsenden Zahlen geben uns wahrscheinlich auch recht. Euch macht es auch ein Stück weit Spaß. Und das ist toll. Tom Kavold ist jetzt auch Dampfer, aber den Namen habe ich schon öfters gelesen, glaube ich. Ja. Wir sind ja auch schon länger dabei. Ja. Der Tom Kavold, der dampft schon lang. Okay. Sehr lang. Der hat auch ziemlich viel zu Hause. Kein Einsteiger. Heidi, erst 3 Monate, wirklich. Ich meine, dich schon sehr, sehr lang auf unserem Kanal gelesen zu haben. Oder meinst du jetzt hier im Livestream? Die Zeit verfliegt. Leute, das ist echt der Hammer. Machen wir 3 Monate hier? 15 Wochen. Also über 3 Monate. Das erste Video bei mir kam jetzt auch vor etwas mehr als 2 Monaten. Und davor haben wir schon gestreamt. Wahnsinn, ey. Also das Format gibt es jetzt 3 Monate. Seit 15 Wochen. Ja. Also ja, das Format, im Oktober hat es das Format schon gegeben, wo in der Kur war. Okay. Also haben wir damit angefangen. Ja. Ende. Ja, wenn wir jetzt bei der 15 sind, genau vor 15 Wochen. Mhm. Oder heute ist die 15. Woche. Ja, kann man so auch sagen. Folge 15. Ja, ist doch gut. Es wird immer größer und größer. Und immer stabil viele Zuschauer, obwohl das immer irgendwo auf einem anderen Kanal ausgestrahlt wird und wirklich sehr kurzfristig die Info auf der einzelnen Kanäle kommt, wo sie ausgestrahlt wird. Richtig gut. Eine letzte Frage, würde ich sagen, haben wir hier noch. Blöd. Ingo Hambach. Was für Coils, Dual, könnt ihr für den Extreme empfehlen? Danke. Einfach mal an die Extreme-Besitzer. Was nutzt ihr da am liebsten? Ach, du dickes Ei. Nochmal bitte. Also, Entschuldigung. Coils für den Vapor Giant Extreme. Das ist eigentlich ganz gut, weil da sind wir beide sehr unterschiedlich. Wollte ich gerade sagen. Ich war nur kurz wieder, ich glaube, ich muss mir erstmal angewöhnen, mit einem Auge einfach mal so da drüber in den Chat zu gucken. Sieht bestimmt auch ganz gut aus. Ist bei mir auch schwer. Ja. Also ich bin halt der Typ, ich mag den Vapor Jump Extreme eher mit kleineren Coils, weil der doch schon sehr viel Wärme entwickelt. Ne? Ich glaube, der Raphael hat da mehr oder weniger eine andere Meinung. Ja. Ja, kann man so sagen. Ich dampfe meine Topcoiler allgemein, genauso wie den Vapor Giant, wo sogar noch ein bisschen mehr Platz drin ist, gefühlt zumindest, weil die Wände nicht so dick sind wie beim Corona. Und hatte ich ja eben schon mal die Kamera gehalten, kann ich auch gerade nochmal tun, auch wenn die Wicklung nicht mehr die alleransehnlichste ist. Ist sie auch nicht. Na, es geht noch. Nee, ist ein bisschen ekelhaft. Ja, aber es geht noch. Ja, man sieht noch die Drähte. Das ist egal. Und ja, man sieht, da ist ein bisschen mehr Power hinter und sind jetzt hier 290 Coils waren es, glaube ich, Aliens mit 7 Windungen und es passt noch und er wird mir auch mit der Bottom Airflow nicht zu heiß. Allgemein ist es schwierig zu sagen, das ist genau die richtige Coil für ein Gerät, weil im Endeffekt muss jeder den für sich so finden, wie es für ihn passt. Und ich würde sagen, er ist recht variabel. Er schmeckt auch schon mit kleinen Coils und für mich sind große Coils halt noch ein bisschen angenehmer, weil ich auch nichts gegen warmen Dampf habe. Ich habe auch schon Stimmen gehört. Sorry, Tristan. Nee, alles gut. Mach ruhig. Die meinten, die Bottom Airflow ist eher für die dickeren Coils gedacht oder geeignet und die Side Airflow eher für kleinere Wicklungen. Ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Ich habe nur Stimmen in diese Richtung gehört. Ich würde eher sagen, eher nicht. Nein, das kommt drauf an. Also im Moment habe ich relativ dick. Ich habe immer noch die Christmas-Plempe da drin von Tom Clark.
Sind da relativ große Lüftungen drin. Also ich probiere es einfach aus. Ich teste dann einfach mal. Mal mache ich die Bottom Airflow, mal nehme ich dann mal die seitliche Airflow. Das kommt natürlich mit aufs Liquid an so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die seitliche Luftschlitze nehme, dann ist der Dampf im Allgemeinen etwas kühler. Die sind auch größer als... Also gefühlt zumindest doch. Ja, nicht viel. Doch, ne? Es ist etwas breiter. Ja, nicht erheblich, das. Aber es ist schon etwas breiter. Micha schreibt gerade, ist wohl andersrum. Also ja, es ist wohl auch hier eine Frage, die man nicht so pauschal beantworten kann. Und wie so oft Geschmackssache. Also so wie es dir am besten schmeckt, es hilft am Ende wirklich leider nur ausprobieren. Es ist eine Glaubensfrage im Endeffekt. Ja. Weil ich habe ja nur den Klon davon. Und da war halt Colts mit dabei und das war ganz einfache Colts. Die war halt richtig gut. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du mal etwas bessere Colts rein. Und jetzt schmeckt er mir nicht mehr so gut. Also denke ich mal, die ganz einfache, stinknormale Edelstahlträte, paar Wicklungen ohne Spaced, ohne irgendwas, funktioniert sehr gut in dem Gerät. Geht auch. Daran erkennt man ja auch ein gutes Gerät, dass es halt nicht nur mit ultra aufwendigen Colts schmeckt. Auch wenn man mit denen da gegebenenfalls noch ein bisschen mehr rausholen kann. Klar. Genau. Und ich habe es jetzt gerade mal getestet. Der Dampf ist mit den großen Löchern ein bisschen kühler. Ich meine mir allerdings ein etwas anderes Geschmacksbild wahrzunehmen. Das ist ja durchaus möglich. Ich kann jetzt nach 2-3 Zügen nicht sagen, das kommt stärker raus als das. Oder im Gegensatz zu dem, wie es vorher war, aber gefühlt kommt es anders. Also ich glaube, da kann auch jeder das finden, was für ihn am besten passt. Ja, genau, das ist es nämlich. Jo! Der Ingo hat sich auch schon bedankt. Sehr gerne, wenn wir da vielleicht zumindest ein bisschen weitergeholfen haben. Freut es uns. Und ich bin ungern der Showstopper, aber wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, machen wir mal wieder einen Deckel drauf. Boah, würde ich mal behaupten, einfach, ne? Sind nach, wie viele Stunden haben wir jetzt? 3 Stunden? 3 Stunden. Ja. Ist ja eigentlich eine gute Zeit. Denke ich auch. Das passt. Jedi, was sagst du? Ich stream fast jeden Tag. Ich brauche keine 6 Stunden Streams mehr. Geht bei Jedi okay. Dann gleich weiter. Ja. Dann denke ich, können wir es damit auch belassen. Wie machen wir das jetzt? Wir gehen von links nach rechts durch. Lege ich das jetzt einfach mal so fest. Wieder anfangen? Ja. Na gut. ja, mir hat es heute in der doch recht kleinen Runde sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir hatten wie immer viele coole Themen, haben auch die ein oder andere Diskussionen wirklich führen können, was sich so ein bisschen entwickelt hat. Es hat heute wirklich viel Spaß gemacht. Hatten wie immer coole Gäste. Natürlich der gesamte Chat und auch ein bisschen Prominenz dabei, wie den DNA-Papst. Fand ich sehr, sehr cool, dass du da so bei uns jetzt auch wirklich noch nicht so großen Namen hier, sage ich jetzt mal, mit dabei bist und hier auch auf Fragen aus dem Chat eingehst. Finde ich super Community-Arbeit und in dem Sinne, vielen Dank an alle und einen schönen Abend noch. Lieber Tristan. Ja, wie gesagt, ich kann mich den Worten auch noch anschließen. Es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, ne, in dieser kleineren Runde, wo es einfach mal alles auch so ein bisschen, ja, sag mal, gemütlicher ist. Sage ich jetzt einfach mal. Mit dem Chat, ja gut, beim DNA-Thema bin ich jetzt ein bisschen stiller geworden, weil, wie gesagt, ich habe mich da, ganz ehrlich gesagt, noch gar nicht mit so wirklich befasst. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn der Herr Papst, der jetzt beinahe mal gesagt, wenn der DNA-Papst wirklich mal vorbeikommt und mal so ein paar Sätze dazu sagt. Genau, Wolfgang macht schon wieder das Herz. Ja, für den Kommentar, den er gerade geschrieben hat, dachte ich mir, da muss ein Herz, das ist... Da hast du recht. Das ist... ja, definitiv. Also wie gesagt... Für alle, die es nicht gelesen haben, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Gerne, gerne. Große Namen sind mir egal. Der Mensch zählt. Und Bombe, finde ich cool. Ja, das ist super Einstellung, ja. Läuft. Also wie gesagt, in diesem Sinne, ich fand es, wie gesagt, super. Freue mich auf nächste Woche. Und ja,
gucken wir mal, wie es weitergeht und wie sich das Ganze hier noch weiterentwickelt. In diesem Sinne übergebe ich mich an Wolfgang. Boah. Ja. Entschuldigung. Das war kurz der Christian, der aus mir sprach. Ja, auch ohne Christian. Und wir hatten heute mit einigen Verlusten zu rechnen hier im neuen Jahr oder zu kämpfen. Aber ich denke, es hat doch ganz gut funktioniert. Die Themen, wie meine Vorredner schon sagten, waren klasse, wie immer. Chat super mitgemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht, aber ich finde, es macht in der kleinen Runde hier Spaß, es macht in der großen Runde Spaß. Es ist alles jeweils ein etwas anderer eigener Stil, aber allgemein, es macht wahnsinnig viel Spaß, hier Woche für Woche mit wenigen Ausnahmen einfach zu verbringen und mit euch da draußen und natürlich hier in der Gruppe zu quatschen. Es ist einfach toll. Ja, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr uns so zahlreich zugeschaltet habt und dass ihr immer mehr werdet. Mega, richtig cool. Ja, alles Weitere wurde schon gesagt und dem kann ich mich nahtlos anschließen und übergebe deshalb gerne an den Gastgeber, den lieben Chaddy. Also ich sage auf jeden Fall mal danke, dass ihr so zahlreich immer wieder einschaltet, egal wo ihr streamt, ihr seid immer da. Ich lese immer die gleichen Namen und das ist schon richtige eingebürgerte Community. Fällt mir richtig gut, also kann man echt nichts sagen. Sonst der Rest ist alles gesagt worden. Ein gutes neues Jahr haben wir am Anfang vom Stream gewünscht. Das mache ich jetzt auch nochmal, weil ich weiß nicht, ob alle von Anfang an dabei waren. In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir den Stream. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf welchem Kanal, wie immer, unbekannt. Einfach überall. Wie Bescheid. Ja. Und in der Videobeschreibung ist eine Liste von allen Kanälen. Überall ein Abo da lassen. Irgendwo kommt auf jeden Fall ein Infovideo, wo wir streamen. Aber faktisch, Donnerstag 20 Uhr. Wird irgendwann geändert auf einen anderen Tag. Wann wissen wir nicht. Und in dem Fall würde ich euch jetzt, na, ins Wochenende können wir euch nicht verabschieden, aber. Aber quasi. So in den, naja, heute war ja Vize-Freitag, verdammt. Kommt gut ins Wochenende schon mal. Ja, das passt. Morgen ist eh nur Freitag, ein halber Tag. Es kommt drauf an, wo man arbeitet. Ja, zum Jahreswechsel ist sogar bei uns auch ein bisschen ruhiger. Insofern, ja, easy. Für die machst noch einen Talk? Ne, heute nicht mehr. Also. Rausdampfen? Rausdampfen. Ja, auf jeden Fall, oder? Wäre peinlich, wenn nicht. An die Waffen. Hey, mein Monitor. Ping. Die Scheiße. Das war ich gar nicht. Ciao, ciao.